Ganz herzlichen Dank an die Veranstalter, an die Einladung. Ich darf von mir behaupten, ich war nicht bei allen, aber sogar bei einigen Streikkonferenzen auch immer als Teilnehmer, umso schöner für mich jetzt auch hier einmal sprechen zu dürfen und vor allen Dingen auch vor den gewerkschaftlichen Aktivistinnen und Aktivisten sprechen zu dürfen. Für mich waren immer, ich bin jetzt schon relativ lange in den Gewerkschaften, zumindest im wissenschaftlichen Bereich unterwegs, waren das immer sehr verlässliche Veranstaltungen in drei Hinsichten. Das erste war, man brauchte eigentlich kein Public Viewing und die Räume auszubreiten, weil es haben eigentlich alle mal in die Räume gepasst. Das zweite war, ich habe selbst immer den Altersdurchschnitt massiv gesenkt auf den Veranstaltungen. Das liegt jetzt daran, dass das jetzt, glaube ich, vorbei ist. Erstens, weil jüngere Leute da sind und ich älter geworden bin. Und das dritte Element war aber auch, wenn ich mich mit der Forschung damit beschäftigt habe, dann habe ich eigentlich immer zwar einen gewissen Optimismus des Willens gehabt, aber wenn ich berichten musste, konnte ich eigentlich meistens eher von Niederlagen berichten, beziehungsweise davon Analysen geben, warum es nicht geklappt hat und wie man es vielleicht oder was es für Ideen geben könnte, was besser klappen könnte. Und jetzt finde ich, ist interessant, weil es vielleicht, und das möchte ich heute ein bisschen in den Raum stellen, einen kleinen Tipping Point gegeben hat. Nämlich, was ihr da seht auf der Folie, das sind jetzt nicht irgendwelche ausgewählten Bilder, sondern links, das ist ein Bild aus Ungarn, wo die Arbeiter bei der IG Metall gestreikt haben und nicht nur ihr Werk, sondern auch hier das Werk bei Audi in Ingolstadt für mehr als eine Woche außer Kraft gesetzt haben. Darüber seht ihr einen gewonnenen Streik bei Ryanair, so stark gewonnen sogar, dass das Betriebsverfassungsgesetz geändert wurde von Hubertus Heil, hätte man auch nicht gedacht. Darunter seht ihr einen Streik bei den Flughäfen, beim Sicherheitspersonal. Und ich kann mich immer noch sehr gut an meine Mutter erinnern, die Sparkassenangestellte in den 70er Jahren, und die hat immer gesagt, früher, da sind die Leute bei uns in die Sparkasse gekommen und haben gesagt, zahlt uns mal das Klunkergeld aus. Klunkergeld, die Jüngeren wissen das nicht mehr, das war der damalige Vorsitzende der ÖTV, der Willy Brandt in die Knie gezwungen hat, weil da über 10% Lohnsteigerungen sind. Diese Herren und Damen bei der, von Verdi haben zumindest für Ostdeutschland Lohnerhöhungen von sage und schreibe 29% erreicht. Links unten ist es ein Bild, nur eins unter vielen, von einer eher internationalen Entwicklung, vom Teacher Strike in L.A. Ein Streik, der fast auf ganzer Linie gewonnen wurde, wo man mehr Lehrer eingestellt hat, wo man die Sanktionen für Schüler verringert hat, wo man das Unterrichten viel stärker als öffentliches Gut betrachtet hat. Es war eine der größten auch zivilgesellschaftlichen Mobilisierungen der letzten Jahre. Und das ist das Element, was ich sehe und ich glaube, dass wir sozusagen nicht einen allgemeinen Tipping Point haben, aber dass in bestimmten Bereichen es wieder exemplarische Siege gibt. Und diese exemplarischen Siege werden auch zum ersten Mal uns oder andere Gruppen motivieren können. Und dazu, jetzt muss ich es leider machen, es muss ein bisschen soziologische Theorie dann dazu sein und ein bisschen Geschichte, weil zumindest meine Perspektive, ich war und bin es auch noch immer so ein bisschen orthodoxer Marxist und wir... Zwei Sachen sind da immer wichtig, Interessen und Sozialismus. Funktioniert für die Arbeiterbewegung, aber im Nachhinein nicht ganz, weil der Sozialismus hat natürlich eine große Rolle gespielt. Aber wenn man die Anfänge der Arbeiterbewegung sich anschaut, dann ging es zunächst nicht unmittelbar um Sozialismus, sondern es ging um Würde, es ging um Anerkennung. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, das war einer der ersten Slogans in der deutschen und aber auch in der britischen Arbeiterbewegung. Ein gerechter Lohn für ein gerechtes Tagewerk, das ist eine sehr, sehr ökonomische Forderung, aber es war eben auch eine Forderung von Anerkennung. Und diese Forderungen waren so stark, Engels hat sich dann später genötigt gesehen, hat gesagt, das ist eine richtige Forderung und wir unterstützen das, aber irgendwann müssen wir mal Schluss machen. Und dann ist auch Marx später der Kragen geplatzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt Lohnpreis und Profit und hat gesagt, Schluss mit dieser Forderung, nieder mit dem Lohnsystem. Wenn wir noch ein paar von diesen Streikkonferenzen machen, vielleicht können wir dann auch das sagen. Bis dahin ist es aber noch ein bisschen. Deshalb, ich finde, der moralische Aspekt, und darauf möchte ich hinaus,
die hat eine enorme Bedeutung in den jüngeren Kämpfen bekommen. Und das eine, sagen, das sind diese drei Theoretiker, die ich immer wieder darin finde. Das eine ist ein britischer Historiker der Arbeiterbewegung, der hat von der moralischen Ökonomie der Unterklassen gesprochen, die über die Brotpreise Riots hatten und die genau über diese Kämpfe um die Brotpreise von unten eine eigene Ökonomie, eine eigene Moralvorstellung der Ökonomie vorgestellt haben. Das andere ist ein Historiker, der sehr gut mit Marcuse befreundet war, also sozusagen auch aus der Linken kam, Barrington Moore, und der hat gesagt, Arbeitnehmer haben eine Vorstellung von einem impliziten Gesellschaftsvertrag. Es gibt Regeln, es gibt Rechte, aber die gelten eben nicht nur für uns, sondern die gelten auch für die oben. Und auch an die müssen die sich halten. Und das dritte ist, und das finde ich auch sehr wichtig, von Axel Honneth, einem Frankfurter Theoretiker, der gesagt hat, was die Menschen treibt, ist durchaus Ungleichheit, aber vor allen Dingen auch die Frage von Anerkennung. Und ich versuche jetzt zu erläutern, warum ich Ihnen jetzt oder euch jetzt diese Theorien vorausgeschickt habe. Und da geht es um die Frage, es wird gleich alles plastischer. Um die Institutionalisierung des Klassenkonfliktes, nämlich woher wir kommen. Und erstmal kommen wir aus einer Epoche, zumindest über das 20. Jahrhundert, wo man relativ erfolgreich war, wo man industrielle Staatsbürgerrechte bekommen hat. Man war dann eben nicht mehr der Lohnsklave im Betrieb, sondern man war ein Bürger im Betrieb, mit Rechten zu sprechen, mit Rechten auf Partizipation, mit Rechten auf Tarifverträgen, mit Rechten überhaupt sich zusammenzuschließen. Das ist nicht alles gegeben, sondern das wurde alles von den Gewerkschaften, von der Arbeiterbewegung erkämpft. Man war ein Bürger im Betrieb. Und ich glaube, diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die zum Beispiel in der gut organisierten Metallbranche oder im öffentlichen Dienst arbeiten, die kennen diese Rolle auch noch, ein Bürger oder eine Bürgerin im Betrieb zu sein. Aber genau dieses Element, diese Haltung, die sehen wir in vielen Bereichen unserer Ökonomie eben immer weniger. Weniger Bürgerrechte, weniger Anspruchsrechte. Und mit dieser Entwicklung, die vor allen Dingen nach dem Zweiten Weltkrieg stattfand, zu einer industriellen, zu einer wirtschaftlichen Staatsbürgerrecht, gab es auch eine Art Institutionalisierung des Klassenkonfliktes. Das hat Ralf Dahrendorf so genannt. Das heißt, die Klassenkämpfe waren weniger wild, es gab immer noch wie vor Streiks und Klassenkämpfe, aber sie haben eine institutionelle Form gefunden. Eine institutionelle Form vor allen Dingen in der Tarifautonomie, in der Mitbestimmung, die in den 70er Jahren sogar noch zweimal ausgeweitet wurde, dem Normalarbeitsverhältnis, das heißt dem Recht auf eine Anstellung, was unbefristet ist, was einen Kündigungsschutz umfasst, und einem Sozialstaat. Diese Institutionalisierung des Klassenkonfliktes hatte aber eine Folge, und zwar einen gewissen Funktionswandel des Tarifsystems, und das ist jetzt wieder diese schlimme Soziologensprache, aber sie hatte eine Folge, die wahrscheinlich die meisten, die etwas länger in den Tarifbewegungen auch unterwegs sind, schon ein bisschen kennen. Ich habe es selbst mehrfach beobachtet, wenn man dann auf einen Warnstreik bei der IG Metall gegangen ist oder auch bei Verdi, war dann die Sprache immer, wir wollen einen größeren Schluck aus der Flasche. Wir wollen einen größeren Teil des Kuchens, das ist auch die typische Rhetorik sozusagen eines Gewerkschaftssekretärs, das ist auch völlig zu Recht. Aber sozusagen, es setzt voraus, dass es diesen Kuchen gibt, an dem man seinen Anteil haben möchte. Und das ist einfach ein teilbarer Konflikt. Wir möchten diese 2 oder 3% mehr. Aber beim Tarifvertrag geht es um mehr. Und das kommt jetzt zurück. Es gibt beim Tarifvertrag, der Tarifvertrag ist ein Menschenrecht. Der Tarifvertrag ist ein Recht auf Partizipation, ist ein völlig demokratisches Recht. Und genau dadurch, weil es den Tarifvertrag über so lange gab, weil er so selbstverständlich geworden war, hat er eben sozusagen diesen Drive bekommen von diesem eigentlich unteilbaren Konflikt, der aus der Anerkennung resultiert, der aus den Menschenrechten resultiert, eben zu einem teilbaren Konflikt, wo man sich dann zu lange und zu stark darauf versteift hat, zu sagen, wir wollen nur diese 2 oder 3% mehr. Und der Streik wurde zunehmend auch das Schwert an der Wand. Man wusste, man kann das machen, aber man hat das Schwert an der Wand am liebsten nur noch drauf gezeigt, ist ja auch anstrengend. Das ging ziemlich lange gut, diese Situation, und das war nicht unerfolgreich. Es hatte auch seine Probleme, aber das war, sag ich mal, das bundesrepublikanische Nachkriegsmodell. Das ging bis etwa zu den 80er Jahren gut, bis zu den 90er Jahren gut, aber ich möchte jetzt nur eine Folie zweitens zeigen. Hier könnt ihr sehen, ich hätte noch verschiedene andere Folien, aber das wäre zu langweilig. Was seit den Nullerjahren mit dem unteren 40% der Haushalte geschieht.
was sozusagen das bedarfsgewichtete Haushaltseinkommen ist, ist das, was sozusagen über die Familienmitglieder im Durchschnitt gerechnet wird. Und da ist jetzt noch nicht mit einbezogen, dass zum Beispiel Mietkosten für die meisten Arbeitnehmer gerade in den Großstädten enorm gestiegen sind, sondern das ist nur das, was sie zur Verfügung haben. Kurzum, wir kennen die Formel, den oberen 60% geht es durchaus besser und auch der oberen Mittelschicht geht es besser in unserer Gesellschaft, aber wir haben für die unteren 40% eine teilweise ernsthafte Reproletarisierung. Nicht eine Reproletarisierung des 19. Jahrhunderts, aber eine Reproletarisierung, dass wir für die Geschichte der Bundesrepublik eine erstmal einmalige Entwicklung haben, dass ein zentrales Segment unserer Gesellschaft, und zwar das, was wir als Arbeiterklasse kennen, einen sozialen Rückschritt erfahren hat. Und das zeigt sich eben nicht nur bei den Einkommen, sondern auch bei den sozialen Rechten, bei dem, was ich diese Institutionalisierung des Klassenkompromisses nenne. Es gibt einen Rückgang der Tarifverträge, darauf komme ich gleich noch. Die Agenda 2010 brauche ich, glaube ich, in diesem Raum nicht nennen. Es gibt aber auch noch ein weiteres Problem. Und deshalb sozusagen, kann ich nicht sagen, es geht aufwärts. Ich kann sagen, wir gewinnen wieder einzelne Kämpfe, aber das ist der Trend für alle Gewerkschaften in den entwickelten kapitalistischen Ländern. Sie werden schwächer. Das hat was damit zu tun, dass man sehr stark dereguliert hat. Das hat was damit zu tun, dass man insgesamt die Gewerkschaften versucht hat, aus dem politischen System herauszuhalten. Hat aber auch was damit zu tun, dass die Gewerkschaften selbst keine Mittel gefunden haben, etwas gegen den Neoliberalismus zu machen. So. Jetzt haben wir die Situation in Deutschland, relativ starke Gewerkschaften, aber dass wir, wenn wir nach Westdeutschland schauen, nur noch ein Viertel aller Beschäftigten in einem Betrieb sind mit Branchentarifvertrag und Betriebsrat. In Ostdeutschland sind das nur noch 14%, ungefähr ein Achtel. Das heißt, das, was der Kern von der Institutionalisierung des Klassenkonfliktes ist, der Tarifvertrag, worüber alles geregelt ist, das hat einen Erosionsgrad erreicht, dass man in bestimmten Teilen von Deutschland gar nicht mehr davon sprechen kann. Wir haben einen unglaublichen Anstieg der Prekarität in den letzten 20 Jahren erfahren. Der Begriff des Normalarbeitsverhältnisses ist ein Krisenbegriff, den hat man in den 50er, 60er und 70er Jahren gar nicht erfasst, weil einfach die meisten Beschäftigungsverhältnisse bis zu 90% Normalarbeitsverhältnisse waren. Das gab es in der Statistik gar nicht. Das musste man erst nachher rekonstruieren, wie sich das entwickelt hat. Etwa ein Drittel des Arbeitsmarktes sind sogenannte atypische, häufig prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die nicht für ein Leben reichen oder eine große Unsicherheit erzeugen. Und selbst wer ein Normalarbeitsverhältnis hat, gerade in den Bereichen der Flughäfen, des Serviceindustrien, da ist das nicht mehr automatisch armutsvermeidend. Kurzum, dieser Klassenkonflikt mit seiner Institutionalisierung, der eine gewisse Routine reingebracht hat, der greift nicht mehr. Es gibt zumindest im unteren Teil eine neue Klassengesellschaft, oben gibt es sie auch, aber das ist jetzt nicht ganz unser Interesse. Und es passiert aber auch so etwas wie, dass jetzt der ehemalige Chef der Unia in der Schweiz in seiner neuen Kolumne schreibt, überall Streiks, der neue Mut. Ich glaube, ganz so weit sind wir noch nicht, möchte aber zwei Thesen in den Raum stellen, womit ich hoffe zumindest der Konferenz ein bisschen Diskussionsmöglichkeiten mitzubringen. Erstens, Streiks verschieben sich zunehmend in die Knotenpunkte des modernen Kapitalismus. In die Logistik, in die Reproduktion, Dienst und Dienstleistung. Streiks werden insgesamt weiblicher und gesellschaftlicher. Eine meiner Lieblingsstreikbewegungen waren Nikita-Streiks, weil die Kita-Streiks sagen, in vielfacher Hinsicht die Probleme unseres Kapitalismus, aber auch unsere Chancen darstellen. Sie zeigen erstmal, wie die Beschäftigung weiblicher geworden ist, aber auch wie die Abhängigkeit der Gesellschaft davon gewachsen ist. Nämlich, in den meisten Familien müssen mittlerweile beide arbeiten. Wenn die Kita dann nicht mehr geöffnet ist, das ist ein ernsthaftes Problem. Das können die sich nicht so einfach leisten. Und es erzeugt natürlich auch eine große öffentliche Sogwirkung. Und genau diese Kita-Streiks sind aber auch davon getragen, dass seit langer Zeit Frauen eine deutlich größere Rolle in den Streiks spielen. Eine Entwicklung, die wir in vielen anderen Bereichen auch sehen können.
Die Streiks bei Audi, das sind die neuen Logistikketten. Alles ist just in sequence, just in time. Wenn in Ungarn die Lichter ausgehen, gehen in Ingolstadt auch die Lichter aus. Wir in der, ja, wohl. Für mich ist die Pointe, wir Industriesoziologen oder Arbeitssoziologen haben da lange immer drüber geredet. Jetzt klappt das mal. Es gibt so etwas wie eine neue strukturelle Macht, eine neue Marktmacht da drin. In den Flughäfen. Das sind die großen Knotenpunkte des modernen Kapitalismus. Die Mobilitätsanforderungen für Arbeitnehmer, für Güter sind so enorm gewachsen. Jeder Flughafen ist am Expandieren. Aber gleichzeitig gibt es neuralgische Punkte, und das sind nicht die einzigen neuralgischen Punkte. Wenn die nicht funktionieren, setzt man diese ganzen Dinger außer Kraft. Und das Interessante ist, das merkt man nämlich schon, die Politik sagt, für Flughäfen müssen wir ernsthaft überlegen, das Streikrecht außer Kraft zu setzen. Weil die nämlich wissen. Ich hätte mich da jetzt akademischer ausgedrückt, aber im Grunde so. Ja. Und ich glaube zumindest, dass die Frage der Reproduktion möglicherweise auch für die Gewerkschaften eine neue soziale Frage wird. Und dass man genau da stark ist, wo Produktion und Reproduktion zusammenfallen. Und dass wir immer weniger davon ausgehen können, dass wir, sag ich mal, nur den Betrieb als Einheit denken können, sondern immer den Betrieb mit dem Leben, mit der Gesellschaft zusammendenken können. Und ich finde selbst, sage ich mal, die IG Metall. Ich fürchte, wenn ihr seht, wo ich sage, da werden die Streiks zunehmen, Logistik, Reproduktion, Dienstleistung, dann steht da die IG Metall jetzt nicht mit drin. Das ist meine letzte Folie. Ich war bis vor kurzem noch selber IG Metall-Mitglied, also sozusagen, das ist... Ich bin ausgewandert. Also sozusagen, ich fürchte zumindest, dass wenn es einer über Klima- und Umweltpolitik und über Ökonomie eine Krise in der Automobilindustrie gibt, ich fürchte einfach, dass die korporatistischen Mechanismen deutlich stärker greifen. Was nicht heißt, dass in der IG Metall lokal nicht sehr, sehr vieles passiert und dass da auch gute Sachen passieren. Aber generell denke ich, dass im Bereich Verdi, im Bereich Produktion, Reproduktion, dass wir dort die stärkeren und auch drastischeren Konflikte sehen. Die zweite These, dass diese Deinstitutionalisierung, die Selbstverständlichkeit, dass wir keinen Tarifvertrag oder dass Tarifverträge immer seltener werden, abgesenkt werden, dass das auch ein kleines Erweckungserlebnis ist. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sagen, es muss erstmal schlimmer werden, damit man das versteht, aber in diesem Fall ist das schon so ein bisschen wie in so einer Beziehung, wo man dann denkt, naja, war doch, wenn sie dann zu Ende ist, war ja eigentlich ganz cool. Da merkt man erst, was man daran gehabt hat. Das Fehlen von Tarifverträgen hat an anderen Stellen erstmal überhaupt dazu geführt, dass die Konflikte um das Erlangen von Tarifverträgen durchaus drastisch geführt wurden und durchaus aber auch in einer anderen Sprache geführt wurden. Es ging ja nämlich eben nicht mehr um den Schluck aus der Flasche, sondern es ging um Anerkennung, um Akzeptanz, um die eigene Würde dann da drin. Und es ging um Berufsethik. Was mich am meisten wissenschaftlich geärgert hat, ich habe jahrelang meine Zeit in Krankenhäusern verbracht und habe über Organizing-Projekte in Krankenhäusern geforscht. Meine Berichte sind dann immer bei Verdi in der Schublade verschwunden, weil diese Organizing-Projekte am Ende nicht erfolgreich waren. Das hatte was mit Verdi zu tun. Das hatte aber auch was damit zu tun, dass man noch nicht wirklich gelernt hatte. Das braucht auch was. Es hatte auch was damit zu tun, dass man einen bestimmten Knackpunkt noch nicht verstanden hatte. Und ich glaube, dass dieser Knackpunkt in den letzten Jahren deutlich herausgekommen ist. Ich war immer der Überzeugung, die Berufsethik der Pflegerin, Kranke gesund zu machen, für diese Menschen da zu sein, würde immer verhindern, dass man dort vernünftig Mitglieder werben kann, zu Streiks kommen kann. Und in den letzten Jahren kann ich meine gesamte alte Forschung, bin ich froh, dass sie Verdi in die Schublade getan hat,
weil sie stimmt nicht mehr. Genau die Krankenhäuser, das ist genau die Berufsethik, für Menschen da zu sein, seine Sache gut zu machen, sich zu kümmern, die Leute sagt, das können wir so unter diesen Bedingungen der Austerität nicht mehr weitermachen. Jawohl, ja. Und das ist sozusagen für mich, damit bin ich beim letzten Punkt, es gibt jetzt einen Fall, um den bin ich so ein bisschen umhergeschifft. Ich habe jetzt gesagt, Logistik und Anerkennung, das sind sozusagen, gerade wenn das zusammenkommt, das sind die Ressourcen der neuen Konflikte, zumindest da, wo man exemplarische Siege hinbekommt. Warum verliert man bei Amazon die ganze Zeit? Ich hätte zwei Thesen dazu. Erstmal, bei Amazon greift die logistische Zange nicht wie in den Flughäfen. Wenn Sie Amazon Prime-Kunde sind, dann bekommen Sie Ihr Buch aus Polen. Das heißt, Amazon sozusagen hat tatsächlich, ganz im Gegenteil, eine geringere logistische Abhängigkeit. Das andere ist tatsächlich die Frage der Würde. Nämlich, wir sind mit meinem Team zum Amazon-Lager gefahren, haben die Leute gefragt, warum streikt ein Teil der Belegschaft und der andere Teil nicht? Und die Antwort war, die Gewerkschaft hat einen Fehler gemacht. Ich fand es einen sehr, sehr interessanten Fehler. Die hat nämlich gesagt immer, ihr seid Sklaven. Das hat man also durchaus guten und richtigen Gründen gemacht, weil man wollte ja die Arbeitsbedingungen skandalisieren. Aber indem man gesagt hat, ihr seid Sklaven, hat man die Leute beschämt. Man hat sie in ihrer Würde angegriffen. Die haben sich dann nicht mehr getraut zu sagen, ich bin bei Amazon und auch da mache ich meine Arbeit gut und ich bin stolz darauf, dass ich diese Arbeit gut mache. Und ich finde sozusagen, an diesem Beispiel können wir einmal sehen, wie mit Anerkennung und Würde wir sehen können, dass es zwar extrem mobilisierend und emotional sein kann, aber es kann auch in die Hose gehen. Jedenfalls, diese Streikkonferenz ist zumindest ein Teil, und das finde ich toll, von einem kollektiven Lernen, wo Leute sich treffen. Und das ist auch vielleicht das Element, warum die Streiks an den Krankenhäusern besser funktionieren, warum es exemplarische Gewinne gibt, weil dort jetzt Leute sind, die mehr Erfahrungen sammeln konnten und die man hier weitergeben kann. Deshalb wünsche ich euch eine tolle Diskussion, eine schöne Konferenz und vielleicht nächstes Jahr einen noch größeren Raum. Ja, vielen Dank nochmal, Oliver Nachtwey, für den Vortrag. Genau, ich bitte jetzt die Referentin und den Referenten, die Referenten der Podiumsrunde auf die Bühne und übergebe das Mikro an die Moderatorin, an Ines Wallroth, Redakteurin bei der Tageszeitung Neues Deutschland und da auch für das Thema Gewerkschaften zuständig. Ja, schönen guten Abend. Ich bin, muss ich noch dazu sagen, ich bin sehr kurzfristig eingesprungen für meine Kollegin Nelly Tügel, die angekündigt war, aber die ist leider sehr erkältet und ihre Stimme ist weg. Insofern müssen Sie mit mir Vorlieb nehmen, aber ich habe wenigstens eine Stimme. Meine, sitzen noch nicht alle am richtigen Platz, oder? Ja, jetzt stimmt's. Also, die Gäste dieses Podiums wurden ja vorhin schon vorgestellt, aber ich würde es jetzt trotzdem noch mal kurz machen, weil jetzt das Gesicht auch zum Namen passt. Zu meiner Linken Hans-Jürgen Urban, wurde ja schon gesagt, jeder von Ihnen wahrscheinlich kennt ihn, IG Metall-Vorstand, zuständig für Sozialpolitik, Gesundheitspolitik und vieles mehr. Dankeschön. Neben mir die GEW-Vorsitzende Marlies Tepe, war jahrelang Lehrerin in Hamburg und seit 2013 meines Erachtens Vorsitzende der GEW. Das ist Christine Behle, deren Namen man sich auf jeden Fall jetzt noch viel stärker merken muss als bisher, weil sie eben, wie schon angekündigt, sehr wahrscheinlich aller Voraussicht nach stellvertretende Vorsitzende von Verdi wird. Sie ist bisher seit Jahren zuständig für den Verkehr, für den Fachbereich Verkehr als Bundesvorstandsmitglied und wird zukünftig noch dazu für den gesamten öffentlichen Dienst zuständig sein. Und zu meiner Rechten, Bernd Rixinger, ja auch quasi. Ihrer Linken.
Zu Ihrer, ja, sehr richtig, für die meisten zu eurer Linken. Genau, zu eurer Linken, genau. Bernd Rieksinger, in seinem ersten Leben Gewerkschaftssekretär für den Bezirk Stuttgart und seit 2012 in die Politik gewechselt, spätestens, also als Vorsitzender dann in die Politik gewechselt, Vorsitzender der Partei Die Linke und seit einem Jahr im Bundestag Abgeordneter. Herzlich willkommen. Ich würde mit Christine Behle anfangen wollen und da anknüpfen, was Olena Nachtwey gerade erzählt hat, auch von den Machtressourcen im modernen Kapitalismus, in der Globalisierung und den neuralgischen Punkten, die zentral wird. Das ist ja ein Bereich, der auf jeden Fall in deinem Fachbereich Verkehr, also damit angesprochen ist. Und ich wüsste gern, welche Strategien ihr da entwickelt, weil viele denken erstmal, Globalisierung und so weiter ist schwierig wegen der Mobilität des Kapitals, aber die Beschäftigten kommen da nicht so hinterher. Es gibt viel Kostendruck für Auslagerung, also eigentlich schwierig. Zugleich gibt es aber offenbar eben neue Punkte, die man besetzen kann. Ja, danke schön für die Frage. Du hast es ja gerade gesagt, Verkehr ist global. Das kann man schon lange nicht mehr national oder auch lokal denken, sondern Verkehr ist ein globales Thema und das ist es schon seit ganz langer Zeit. Und wir haben auch nicht erst seit neuestem denken wir Verkehr und auch Gewerkschaftsarbeit im Verkehr global, sondern auch schon auch ganz lange Zeit schon. Ich will das an einem Beispiel machen. In meinem Bereich gehört die Schifffahrt dazu und das ist wahrscheinlich den meisten ja bekannt. Schifffahrt ist einer der Branchen, die am ehesten globalisiert worden sind. Wir haben viele, viele Jahre oder Jahrzehnte mittlerweile schon Situationen, dass es deutsche Schiffe gibt, die fahren unter libanesischer Flagge. Und die Beschäftigten, die da drauf fahren, die kommen von der Crewing-Agentur aus den Philippinen. So, das ist jetzt gar keine neue Erfahrung, die wir haben, sondern eine, die schon viele Jahre da ist. Und wir haben da eine Antwort drauf gefunden, auch schon vor vielen Jahren. Mittlerweile im letzten Jahr, im 70. Jahr, haben wir eine Billigflaggenkampagne ins Leben gerufen. Die funktioniert international mit unserem Dachverband ITF, der Internationale Transportarbeiterföderation. Und die ist relativ einfach gedacht. In jedem Hafen in der Welt, also nicht nur in Deutschland, sitzen Gewerkschaftssekretäre, Sekretärin als Inspektoren und Inspektorinnen, die gehen auf die Schiffe und gucken, ob die Schiffe einen Tarifvertrag haben. Und das ist, wenn sie keinen haben, dann kommt sozusagen unser Machtinstrument in, können wir dann nutzen. Und das sind unsere Hafenarbeiter. Ihr wisst, Hafenarbeiter und Hafenarbeiterinnen sind eine sehr gut organisierte Klientel. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir haben ja über 80% hier in Deutschland organisiert. Und das auch schon seit langer Zeit. Und die, wenn wir denen sagen, da kommt ein Schiff rein, Kolleginnen und Kollegen, das hat keinen Tarifvertrag, da sind philippinische Seeläufer drauf zu Hungerlöhnen, dann legen die das Schiff an die Kette. Und wir boykottieren das und das machen wir, wie gesagt, sehr erfolgreich, schon seit 70 Jahren. Und haben auch als Verdi 2000 weltweite Tarifverträge, was, glaube ich, auch eine Ausnahmesituation in Deutschland ist, weil sonst gibt es sowas nicht. Und aus dieser Erfahrung heraus, deswegen wollte ich es einfach auch nochmal nennen, aus dieser Erfahrung heraus denken wir Verkehr schon frühzeitig ganz anders. Wir sind gut vernetzt, international, weltweit, gut vernetzt in unserer Dachorganisation. Und wenn es ein Problem gibt, dann kommen andere Gewerkschaften auf uns zu. Beispielsweise, wenn in Amerika an den Flughäfen, jetzt ein reales Beispiel, gar nicht so lange her, wenn Amerika an den Flughäfen Kollegen Probleme haben, weil sie keinen Tarifvertrag kriegen. Der Flughafen ist aber von Fraport, einer der größten Investoren im Ausland übrigens, gekauft worden. Dann sagen unsere Verdi-Aufsichtsräte bei Fraport üben Druck aus, dass dort Tarifverträge abgeschlossen werden müssen. Das tun wir heute schon. Und ich glaube, das ist auch richtig, weil man muss, dass man, wenn Arbeitgeber sich oder Kapital sich global aufstellt, dann müssen wir uns auch global aufstellen und genauso antworten. Und das war auch... Und das war auch unsere Antwort übrigens bei Ryanair. Das ist ja hier auch nochmal aufgezeigt worden. Ryanair hätten wir niemals in Deutschland alleine hinbekommen, sondern wir haben das auch über unseren weltweiten Dachverband als europaweite Kampagne gefahren. Wir haben uns mit den anderen Gewerkschaften vernetzt. Wir haben Aktionen zeitlich abgestimmt. Wir haben Arbeitskämpfe zeitlich abgestimmt. Und nur so haben wir es geschafft, wirklich Ryanair in die Zange zu nehmen und haben dazu auch noch, und da muss ich auch sagen,
waren zum Beispiel die amerikanischen Gewerkschaften absolut hilfreich. Die haben nämlich die Eigner von Ryanair, das sind häufig große Pensionsfonds, wo die amerikanischen Gewerkschaften auch drin sitzen und mit verwalten. Und die haben die von der Seite in die Zange genommen. Und deswegen ist das aus meiner Sicht auch der Weg, den wir da gehen müssen, gerade beim Thema Globalisierung und solche Antworten eben über nationale Grenzen weiterdenken müssen. Ich würde später vielleicht wahrscheinlich nochmal auf Ryanair zurückkommen. Jetzt erstmal eine Frage an Bernd Rixinger. Du warst ja auch einer, der vor 10 Jahren, in den Nullerjahren, jetzt fast 20 Jahre her, die Debatte um die gewerkschaftliche Erneuerung mit angestoßen hat. Damals war ganz klar, Gewerkschaften gehen da nieder. Wir haben vorhin die Zahlen auch von Oliver Nachtwey gesehen. Eigentlich so viel verbessert hat sich nicht. Tarifbindungen sinken, Mitgliedschaft auch zugleich. Gibt es aber seit einigen Jahren natürlich auch eine Debatte über Renaissance der Gewerkschaften und besondere Streiks. Deswegen erstmal an dich die Frage, wo ist deine Einschätzung? Wo sind wir gerade? Sind wir noch eigentlich doch gar nicht so weit weg von dem Krisenpunkt oder ist wirklich der Tipping Point erreicht, wie Oliver Nachtwey gerade gesagt hat? Ich glaube, die Frage kann man nicht mit Ja und Nein beantworten. Also wir müssen erst mal sagen, dass Streiks und Auseinandersetzungen zugenommen haben. Und das ist positiv für die Gewerkschaften, weil ohne Kampf und Streiks gibt es auch keine Gewerkschaften. Und diese Streiks haben sich vom Charakter nicht nur in der Zusammensetzung verändert. Also mehr im Dienstleistungsbereich, weiblicher, auch im Übrigen migrantischer. Ich möchte mal sagen, jeder Fünfte und jede Fünfte hat Migrationshintergrund und die Gewerkschaften wären ein völlig lascher Haufen, wenn es die Migrantinnen nicht geben würde. Also die haben viel dazu beigetragen, die Kampfkraft zu erhöhen. Und sie sind mehr im Dienstleistungsbereich, obwohl ich es auch mal gut fand, dass die IG Metall letztes Jahr 1,5 Millionen in Streik gebracht hat, um die Arbeitszeitfrage. Darf man nicht unter den Tisch fallen lassen. Und mehr auch im prekären Bereich, also immer an der Grenze zwischen prekär und nicht prekär, gerade Busfahrer, Sicherheitsdienste im Flughafen, Bodenverkehrspersonal, viele andere Dinge. Und diese Streiks haben zumindest in manchen Orten, nicht überall, einen anderen Charakter gekriegt. Sie sind mehr im öffentlichen Raum, sie sind demokratisiert. Ich glaube, da bin ich ein bisschen stolz, dass wir das entwickelt haben, dass wir bei Streiks jeden Tag Streikversammlungen machen und mit den Streikenden zusammen diskutieren, wie geht es weiter? Wie können wir die Kampfkraft erhöhen? Wie können wir in öffentlichen Raum gehen? Und da wurden auch neue Streikmethoden entwickelt. Zum Beispiel, dass die Müllabfuhr beim Einsatz der Privaten die Müllverbrennungsanlage besetzt hat. Super Ding, ja, hätten Sie sich nie getraut, haben wir 6 Wochen Streik dazu gebraucht. Oder dass aus dem laufenden Betrieb im Handel gestreikt wird. Da hat quasi auch eine kämpferische Entwicklung stattgefunden. Auch im Verkehr in Stuttgart haben wir entwickelt, dass dort nicht nur die Straßenbahnfahrer streiken, sondern eben verstärkt auch die Tickets verkaufen, sodass es wirklich Verluste gibt und die Werkstätten und dadurch quasi viel weniger streiken müssen und das viel teurer wird für die Straßenbahn. Und das war wirklich klasse, die Ticketfahrer, übrigens überwiegend Frauen, haben gestreikt und wir haben dann zum Schwarzfahren aufgerufen. Also hat es auch eine Verbindung gegeben, weil es wurde ja niemand kontrolliert. Also ich will damit sagen, da ist viel im Fluss und das sollten wir treiben. Meine Kritik im Übrigen an auch meiner Gewerkschaft ist, dass ich, glaube ich, beweisen kann, dass diese Methoden der Streikführung, dass man die kämpferischer macht unter Beteiligung der Leute im öffentlichen Raum, überall funktionieren. Und dass es die Gewerkschaften nicht gemacht haben, dazu brauchen wir solche Konferenzen, diese Methoden zu verallgemeinern. Weil die Stärke der Gewerkschaft wird darin liegen, zu gucken, können wir das überall machen, nicht an ein paar Personen binden, die das machen. Und deswegen, glaube ich, sind wir noch lange nicht in einer starken Position der Gewerkschaften. Ich meine, wir haben keine 25% Organisationsgrad mehr, das wäre ja schön. Wir haben noch 10 bei den DGB-Gewerkschaften der Betriebstätigen. Also man könnte halt sagen, die Lohnabhängigen sind so viel wie noch nie, nämlich 44 Millionen Erwerbstätige und im DGB sind noch 6 Millionen organisiert, davon 4,4 Millionen Betriebstätige, das heißt in 10%.
Das heißt, wir müssen nach wie vor von einer Krise der Gewerkschaften reden. Und da sollten wir auch darüber diskutieren, wie wir diese Krise überwinden. Und wenn wir nur noch 51% im Westen in Tarifverträge haben und im Osten nur noch 37%, dann ist das ein Riesenproblem. Dann müssen wir gucken, wie können denn die Gewerkschaften kämpferischer, mächtiger und auch meines Erachtens politischer werden. Darf ich noch einen Satz sagen? Okay. Ich hätte dem DGB-Vorsitzenden, das hat mir sehr gefallen, der DGB muss die Parteien treiben. Ja, wenn er es auch endlich mal machen würde. Also, ich würde sofort mitmachen. Der DGB-Vorsitzende hat aber für die Große Koalition geworben beim SPD-Parteitag. Das ist doch nicht getrieben, sondern seine Aufgabe wäre wirklich gewesen, zu sagen, wir treiben die Große Koalition und nicht wir werben dafür. Du solltest ja sowieso gleich nochmal zu Wort kommen, weil ich nochmal was zu deinem Buch zur neuen Klassenpolitik fragen wollte. Und zwar, inwiefern deiner Meinung nach tatsächlich auch die Gewerkschaften, Stichwort Sozialpartnerschaft, Stichwort Institutionalisierung des Klassenkonflikts, diese Klassenfrage, Klassenpolitik vernachlässigt hat und inwiefern das stärker betont werden muss, um in die Offensive zu kommen. Ja, ich meine, Klassen waren immer da, auch wenn man sie nicht wahrgenommen hat. Und mein Buch fängt da mit dem Wort an von dem Warren Buffett, weltgrößter Investor, der gesagt hat, es herrscht Klassenkampf, meine Klasse gewinnt. Er hat auch noch dazu gefügt, aber das sollte sie nicht, da bin ich auch seiner Meinung. Aber wir haben natürlich einen harten Klassenkampf von oben gehabt, die ganzen letzten 30 Jahre neoliberaler Politik. Und wir müssen natürlich lernen, den Klassenkampf von unten zu verstärken. Ja, und dazu gehört, und meine These ist, dass die Arbeiterinnenklasse, wenn man das an die Lohnabhängigkeit knüpft, was wir ja als gute Marxisten machen sollten, so groß ist wie noch nie, aber auch so gespalten wie noch nie. Und sagen wir mal, was der Inhalt meines Buches ist, das ihr übrigens auch kaufen könnt, weil das nicht angesagt wurde. Ja, ein bisschen Werbung muss sein. Das war ja schon die Erwähnung des Buches. Genau. Dass die Arbeiterinnenklasse auch, und das macht auch eine Schwäche der Gewerkschaft aus, so gespalten wird. Dass die Formation, was der Genosse Nachtwey gesagt hat, nämlich die Spaltung, die Ausgrenzung, die Prekarisierung, führt natürlich dazu, dass diese Arbeiterinnenklasse gespalten wird in Leiharbeiter, in Kernarbeiter, in Befristete, in Unbefristete, in Subunternehmer, Solounternehmer, Dienstleister und alles Mögliche. Und das natürlich die Organisierung erschwert und den Kampf erschwert. Und die Idee quasi der verbindenden Klassenpolitik ist, dass wir ein Konzept entwickeln müssen, wie wir die verschiedenen Interessen miteinander verbinden können. Ich vereinfache es mal, weil ich nicht so viel Zeit habe. Die Kernarbeiter müssen eben lernen, mit den Leiharbeitern gegen die Leiharbeit zu kämpfen. Ja? Also das ist verbindende Klassenpolitik, sich nicht voneinander abgrenzen. Die Befristeten gegen die, mit den Unbefristeten gegen die Befristungen. Und die Erwerbslosen und Unterbeschäftigten mit den Überbeschäftigten für kürzere Arbeitszeiten und für Umverteilung der Arbeit. Und vielleicht alle zusammen gegen den zunehmenden Stress, wogegen ja bekanntlich keine Yoga-Kurse helfen, sondern da muss man auch praktisch die Arbeitsleistung neu definieren. Und das wäre für mich ein Begriff, eine Neudefinition des Begriffs der Solidarität und der verbindenden Klassenpolitik, wo auch Gewerkschaften, im Übrigen Linke, müssen da die zentrale Rolle dabei spielen, quasi die Interessen der gesamten Klasse vertritt, egal ob du erwerbslos, Leiharbeiter oder Kernarbeiter bist. Und diese Verbindung entsteht eben nicht automatisch, sondern die müssen wir herstellen über ein Konzept der verbindenden Klassenpolitik. Das ist der Inhalt dieses Buches. Marlies, wir haben ja jetzt gerade schon mehrfach darüber gesprochen, wie sich Arbeitskämpfe verändern, auch, dass sie weiblicher werden. Die GEW ist die Gewerkschaft, glaube ich, prozentual die meisten Frauen organisiert.
70%, genau. Dennoch würde ich sagen, man merkt trotzdem nicht, also im Bereich der GW, dass die jetzt die riesen Arbeitskämpfe anzetteln, merkt man nicht so stark. Es hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass so viele Beamte der GW organisiert sind und gerade ja das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, die dürfen weiterhin nicht streiken. Es ist so eine Dauerbaustelle, sie kämpfen ja seit 20 Jahren oder länger sogar dafür. Aber was können Sie zum Beispiel lernen aus Lehrerstreiks in den USA, die an vielen Punkten sich durchgesetzt haben, auch in der Frage der Verbindung mit der Öffentlichkeit als Ressource, um eigene Forderungen durchzusetzen? Zugleich gibt es ja immer das Problem, Öffentlichkeit ist betroffen, da kann sie vielleicht dafür sein, sie kann aber auch gerade sagen, oh nö, schon wieder Schulausfall, was für eine Scheiße, die sollen mal arbeiten gehen. Also wie gehen Sie mit diesen Herausforderungen in Ihrem Bereich um? Ja, ich möchte gerne eigentlich an Oliver Nachtwey hier anknüpfen. Er hat ja von der Zuspitzung der Arbeitsbedingungen gesprochen und die Zuspitzung der Arbeitsbedingungen und der Lebensbedingungen sind besonders erlebt worden. Zum Beispiel die UCU, das ist die University and College Union in England, hat im März 2018 14 Streiktage hingelegt in einer von Thatcher-Politik geprägten United Kingdom an 61 Hochschulen. Warum? Weil die Kapitalisten oder der öffentliche Arbeitgeber so weit gegangen sind, zu sagen, wir wollen eure Rentenbeiträge an der Börse handeln und die Rentenversicherung privatisieren. Das hätte für jede einzelne Menschen dort 10.000 Pfund per anno voraussichtlich weniger gebraucht. Diese Zuspitzung und dieser Kampf von oben hat dazu geführt, dass die Kolleginnen und Kollegen aufgestanden sind und sie konnten es verhindern. Ich finde das klasse, dass sie es geschafft haben. In den USA ist so gewesen, seit 1989, das sind 30 Jahre, hat es keine Streiks bei Lehrerinnen und Lehrern gegeben. Die Arbeitsbedingungen in den USA sind viel schlimmer als bei uns. Die Kolleginnen und Kollegen haben in den einzelnen Bundesländern 8 bis 12 Wochen Ferien, Sommerferien, die Schulen, und die Kollegen haben kein Geld. Die sind in diesen Wochen nicht beschäftigt. Sie arbeiten, suchen sich andere Arbeit. Die Kolleginnen und Kollegen in den USA werden entlassen aufgrund von Testergebnissen. Die USA ist Testeritis getrieben. Das heißt, die Schulen sind privatisiert. Und der Staat gibt zwar den Schulen noch Geld für das Personal, aber die Schule kann selber entscheiden, wie viel sie ihnen gibt. Die Situation ist sehr dramatisch geworden. Und dasselbe ist auch in den Niederlanden. In den Niederlanden, stellt euch das vor, also einem doch reichen Nachbarstaat von uns, sind seit 2008 die Gehälter der Lehrerinnen und Lehrer nicht erhöht worden. Und da kommt jetzt die moderne Situation. In Niederlanden haben zwei Männer, junge Lehrer, bei ihrer Bank kein Geld gekriegt, weil das Einkommen von Lehrerinnen und Lehrern nicht reicht, um ihnen Kredit zu geben. Die beiden Jungs, so spricht die AOB, unsere Schwestergewerkschaft, von ihnen, die beiden Jungs haben das auf Facebook gepostet und hatten innerhalb von 3 Tagen 10.000 Antworten. Und sie haben dann gesagt, Antworten. Und haben dann zu Streik aufgefordert. Bloß dann waren sie in der Situation, dass sie nicht wussten, wie. Und in der Situation ist dann die AOB aufgesprungen und hat versucht, ich sag mal, über eine Vereinnahmung, ist ja auch eine Taktik, ja, die in der kommunistischen Welt sehr bekannte Taktik ist, kann man nur mal Mao fragen. Er hat das ja gut beschrieben. Also die Umarmung. Das heißt, die Kollegen der AOB waren permanent in der Situation, dass die ganze Presse in den Niederlanden nur diese beiden Jungs zitiert hat, weiterhin. Und sie waren in der Not, also weil die nicht tarifverhandeln konnten, weil die gar keine Ansprechpartner hatten, weil die ja nicht legitimiert waren.
waren Sie nicht in der Lage, was zu machen. Sie haben dann versucht, über einen 10-Euro-Mitgliedsbeitrag Mitglieder zu kriegen. Das haben die dann nicht gemacht. Und dann hat die AOB wirklich Häuserkampf gemacht. Sie ist in die Schulen gefahren und haben dann einen Streik zustande gekriegt. 60.000 Lehrerinnen und Lehrer der Grundschulen sind auf der Straße gewesen. Am 15. März ist ihr nächster Streiktag. Sie haben noch nicht mehr Geld gekriegt. Das entsetzt sie, aber sie haben etwas bessere Arbeitsbedingungen gekriegt. So, jetzt zu uns. Ich will vorweg sagen, die GEW ist nicht die streikführende Gewerkschaft im öffentlichen Dienst. Das ist Verdi. Wir sind in einer Kooperation mit Verdi. Alle Tarifverhandlungen machen wir mit Verdi gemeinsam. Und wir entwickeln auch die Politik gemeinsam. Aber wir sind dann eben auch in den Kämpfen zusammen. Und bei den Kitas, ja, das ist richtig, bei dem Kita-Streik, das waren das erste Mal viele Frauen. Es war der Knotenpunkt des modernen Kapitalismus, wie du gesagt hast, Oliver. Und es ist auch so, die Zuspitzung der Arbeitsbedingungen ist dramatisch. Die Kolleginnen und Kollegen haben keinen Nachwuchs, es gibt keine jungen Kollegen, die Arbeitsbedingungen werden schwerer, immer mehr Menschen brauchen sie und die Eltern stehen hinter ihnen. Was haben wir bei dem Kita-Streik gemacht? Wir als GEW. Wir als GEW haben uns überlegt, dass wir unsere Kolleginnen ermutigen müssen. Nicht als Sklaven bezeichnen und ihr Armen, sondern wir haben gesagt, wir ermutigen uns. Wir haben mit Kolleginnen zusammen eine Gruppe engagiert, die eine Revue geschrieben hat. In dieser Revue, also drei Leute sind da mal aufgetreten, für diese Revue haben wir die Arbeitsbedingungen der Menschen in der Kita gemacht. Ja, wie viele Arme brauchst du denn, um die ganzen schreienden Kinder, die du zum Klo bringen musst und so weiter, alle zu befriedigen? Also eine lustige Revue, die sehr ernst die schweren Arbeitsbedingungen der Kolleginnen und Kollegen in der Kita aufgegriffen hat. Und mit diesem, ich sag mal, fröhlichen, aber auch klaren Moment, konnten wir sehr gut mobilisieren. Allerdings frage ich mich auch, warum nicht überall. In meinem Bundesland, wo ich herkomme, Schleswig-Holstein, hat diese Revue nur einmal stattgefunden. Wir haben da irgendwie falsch aufgerufen als Gewerkschaft und es hat sich nicht verbreitet. In einem anderen Bundesland, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, ist die Revue 80 Mal aufgetreten. Also das heißt, die Kolleginnen und Kollegen haben sich motiviert gefühlt. Sie haben Mut gewonnen und sind aufgetreten. Und sie haben die Eltern gewonnen, die hinter ihnen gestanden haben. Und mit den Eltern zusammen und mit der Öffentlichkeit zusammen haben wir dann diesen Arbeitskampf hingekriegt. Die ersten 14 Tage ist es gut gegangen. Und dann brach die Solidarität der Öffentlichkeit ab. Wir werden also mit Verdi zusammen, weil wir das ja alles nur zusammen machen, schaffen können, überlegen müssen, wie wir so einen nächsten Streik wieder machen. Ja? Wo die Grenzen von diesen Frauen sind, die sich moralisch verantwortlich fühlen, ja auch für die Kinder. Das ist immer die Frage. Ja? Und ich finde es sehr spannend, wie das jetzt gelaufen ist, dass die Kolleginnen so mutig waren. Wir haben jetzt im TVL, eigentlich nur in Berlin, in Thüringen und an wenigen Stellen, neben den Lehrerinnen und Lehrern auch Erzieherinnen und Erzieher. Und bei dem Auftakt sind die Eltern, ich weiß nicht, ob ihr es wahrgenommen habt, aber in Berlin sind ja ungefähr 15.000 oder 30.000 Eltern vor einem halben Jahr oder so auf die Straße gegangen, weil sie nicht genug Kita-Plätze haben. Die haben da geredet. Also diese Verbindung, ja, das finde ich auch total wichtig. Das ist der Knotenpunkt von Reproduktion Produktion, ja. Und finde ich, gute Ansätze müssen wir weiter verfolgen in unserem öffentlichen Dienst. Zum Beamtenstreik sage ich später was, sonst rede ich zu lange. Sehr gut, Dankeschön. Hans-Jürgen, Oliver hat ja vorhin so ausgetan, als würde die Zukunft der Handlungsmacht in anderen Feldern auf jeden Fall nicht in der Metallbranche zu suchen sein. Mit dem Wandel der Arbeitswelt, Digitalisierung, Dieselumbau und so weiter ist die IG Metall weg vom Fenster. So klang es zumindest. Inwiefern, wie groß ist die Sorge in der Metall, dass das tatsächlich eintritt und was ist die Idee dagegen? Kampf für den Diesel, also kann es ja nicht sein. Willst du damit andeuten, dass er deswegen die IG Metall verlassen hat?
Ich komme ja bestimmt noch mal dran und dann mache ich es auch optimistischer, aber jetzt will ich mal ein bisschen rummöppeln hier, weil ich will mal an den 2, 3 Punkten ansetzen, wo ich ein bisschen uns alle warnen möchte, dass wir auch analytisch und dann politisch nicht in die falsche Richtung laufen. Wir diskutieren in der Linken sowieso schon viel zu viele Gegensätze, wo eigentlich Übereinstimmungen zu konstatieren wären. Und das sollten wir hier nicht auch. Ich will ein paar Punkte benennen. Also erstmal analytisch gedacht. Die Trennung zwischen Lohnkämpfen und Anerkennungskämpfen mag analytisch einen gewissen Sinn haben. In der politischen Praxis ist sie völlig irrelevant. Wie äußert sich denn die Anerkennung in der Wahrnehmung derer, die einen Arbeitskampf machen? Ja, natürlich in anständigen Löhnen, in Arbeitszeiten, mit denen man zurechtkommen kann, in sozialer Sicherheit. Wer schon mal auf einem Warnstreik gesprochen hat mit den Kolleginnen und Kollegen und gesehen hat, was sie treibt, der hat begriffen, dass es immer auch um verweigerte Anerkennung ging. Und zwar die ganzen 150 Jahre, seit es Gewerkschaften gibt. Also deswegen... Deswegen möchte ich dafür plädieren, auch die Kolleginnen und Kollegen, auch die Träger der wahren Arbeitskraft als ganzheitliche Wesen zu sehen, die beides brauchen. Materielle Reproduktion, Löhne und gesellschaftliche Anerkennung. Und wenn sie kämpfen, kämpfen sie für beides. Zweiter Punkt. Ich bin, wie ihr wisst, bei IG Metall und trotzdem freue ich mich wie ein Schneekönig um jeden Arbeitskampf, über jeden Arbeitskampf in Bereichen, in denen Arbeitskämpfe nicht üblich sind. Auch im Bereich der Dienstleistungssektoren und so weiter. Und ich finde das großartig. Und ich hatte auch bei dem einen oder anderen, bei den Kita-Streiks, die Möglichkeit, dort aufzutreten, die Kolleginnen vor allen Dingen zu unterstützen. Wunderbar. Aber auch hier weiß ich nicht, warum man das als Ersatz gegenüber den traditionelleren Kämpfen sehen soll. Warum ist das nicht aus der Perspektive eine Ergänzung? Warum bedeutet ein Aufflammen von Kämpfen in Dienstleistungssektoren, die es bisher so nicht gegeben hat, nicht die Ergänzung zu Kämpfen, die wir in anderen Bereichen haben? Also wenn ich mir die letzte Tarifrunde der IG Metall anschaue, mit über 1 Million Beteiligten an den Warnstreiks, dann ging es weiter und dann gab es 3 Tage lang in über 250 Betrieben dieser Republik 24-Stunden-Streiks, die quasi das ganze Land überrollt hat. Das war doch kein Niedergang in diesem Bereich und ein Aufschwung im anderen Bereich. Warum sehen wir das nicht so, dass es offensichtlich jetzt auch in Bereichen aktive Gegenwehr gibt, die bisher nicht davon geprägt waren? Warum ist das nicht eine Ergänzung und warum richten wir den Fokus nicht darauf, wie wir das verbinden können? Warum muss daraus abgeleitet werden? So. Und letzter Punkt, und das meine ich wirklich ganz ehrlich, also ich rede und schreibe mir seit geraumer Zeit die Finger wund in der Migrationsdebatte, um darauf hinzuweisen, dass wir nicht nur die Migration nicht nur als Problem sehen dürfen, sondern dass die wichtigste Aufgabe der Gewerkschaften ist, die Menschen, die zu uns kommen und die nun wirklich offensichtlich sehbar nichts als ihre Arbeitskraft mitbringen, in unsere Kämpfe zu integrieren. Ja, dass wir sie eben ansprechen als Kolleginnen und Kollegen. So. Völlig klar. Und wenn das gelingt, ist das großartig. Und trotz alledem wäre ich vorsichtig mit der These, die Arbeitskämpfe sind migrantischer geworden. Vor wenigen Tagen, das sage ich jetzt, weil ich auch im Aufsichtsrat bei Salzgitter bin, naja, es ist doch die These gewesen, migrantischer, weiblicher. So, vor wenigen Tagen habe ich wahnsinnig tolle Warnstreikaktivitäten bei den Kolleginnen und Kollegen der Salzgitter AG. Geht da mal hin, migrantischer geht's gar nicht. Man stelle sich mal eine IG Metall ohne die Kolleginnen und Kollegen ohne migrantischen Hintergrund. Man stelle sich mal Arbeitskämpfe der IG Metall ohne die vor. Völlig undenkbar. Und zwar nicht erst in den letzten Wochen und Monaten, sondern spätestens seit den 60er Jahren. Große Klasse, kein neues Phänomen. Wunderbar. Und letzter Punkt, Bernd. Weiblicher. Wirklich, große Klasse, wenn wir in den Bereichen, wo verstärkt Kolleginnen beschäftigt sind, jetzt auch stärkere Arbeitskämpfe hinkriegen. Aber du hast Erfahrungen aus der HBV damals. Die Streiks, die es da gegeben hat, in der ÖTV, in den vielen Bereichen, in den Bereichen, wo die Kolleginnen vor allen Dingen beschäftigt waren, die hat es doch auch gegeben. Also, was ich damit meine, ist jetzt Folgendes. Ich will nicht neue Entwicklungen übersehen, ja, die wichtig sind und so weiter. Ich möchte nur vorsichtiger sein bei der These, das ist das Neue und das Alte ist deswegen weg. Im Kapitalismus,
Wenn es einigermaßen gut läuft, wird es in allen Bereichen, wo Lohnabhängige arbeiten, hoffentlich Kämpfe geben. Und es ist keine strategisch sinnvolle Perspektive zu sagen, wenn es da ein bisschen gern ist, heißt es, dass es da weniger wird. Sondern unsere Aufgabe ist, das zusammenzudenken und zum Beispiel darüber nachzudenken, was die Betreuung von Kindern mit der Reproduktion des Stahlarbeiters und des Automobilarbeiters zu tun hat. Das ist die Perspektive und da müssen wir nicht, das ist das Neue, das ist das Alte. Letzter Punkt. Ich krieg schon auch gleich noch eine Frage eigentlich. Ich krieg auch noch eine Frage, dann warte ich auf die Frage. Kannst du das, mir dann reinschummeln? Ja, das mache ich dann auch und okay. Das ist alles in Ordnung. Und da ich ja auch weiß, dass der Oliver Nacht, weil wir kennen uns jetzt auch so lange, solidarische Kritik mehr schätzt als einfache Zustimmung, nur ein kleiner. Wir sind eine sehr internationale Organisation. Wir haben zum Teil auch Mitglieder, die zeitweise nicht in Deutschland wohnen. Also wenn du Lust hast. Du hattest gerade nochmal die Stichworte auch genannt, von wegen die Reproduktion mit dem Stahlarbeiter verbinden oder irgendwie so in der Art. Auf jeden Fall ein neuer Trend, der Tarifentwicklung, der Tarifforderung ist ja auch tatsächlich diese Arbeitszeitdebatte, die ja zumindest zwar nicht die IG Metall nicht als erstes, aber als erstes letztes Jahr stark und groß gemacht hat. Praktisch jenseits der klassischen, genau, erst war es die EVG, aber so richtig eingeschlagen ist das, würde ich schon sagen, medial, massenmedial, als die IG Metall das aufgegriffen hat. Meine Frage ist, wie geht es damit weiter? Was ist die Perspektive für die nächsten Lohnrunden und für die nächsten Tarifrunden? Weil ich den Eindruck hatte, zumindest auch in der Auswertung, dass das, was da im Mittelpunkt stand damals, diese Brückenteilzeit in einer gewissen Weise für die IG Metall, das war, ist jetzt gar nicht das, was so stark nachgefragt wird. Am meisten nachgefragt wird tatsächlich die, wenn die zusätzlichen freien Tage als Ersatz, in die man die Entgelterhöhung umwandeln kann, was er darauf verweist, dass er die Überlastung, die Arbeitszeit als Ganzes als Problem angesehen wird. Ist das die Perspektive, in die das weitergehen wird? Oder ja, wie ist die Debatte bei euch? Naja, das wird die weitere Debatte bestimmen müssen. Ich finde das erstmal, und das hat man im Nachhinein ja auch gesehen, großartig, dass es gelungen ist, das Arbeitszeitthema wieder auf die Kampfagenda zu setzen. Und wir haben es ja auch mit ein paar neuen Akzenten gemacht. Wir haben nicht die kollektive Arbeitszeitverkürzung für alle, sondern wir haben sozusagen Optionen in die Tarifverträge reingeschrieben, wo die Menschen auf der Grundlage gesicherter Rechte nach ihren Bedingungen wählen können, was sie gern möchten. Und es stimmt, im Bereich der Schichtarbeit sind die freien Tage häufiger nachgefragt worden als die Arbeitszeitregelung wegen Kindererziehung oder wegen Pflege. Das nehmen wir jetzt erstmal zur Kenntnis, weil das ist ein Hinweis auf die Situation, die Lebenssituation der Kolleginnen und Kollegen. Und meiner Auffassung nach heißt das für die weitere Debatte der Arbeitszeit, die wir in der IG Metall führen, und das ist auch meine Position, die ich noch stärker einbringen möchte, dass uns das erneut hinweist, dass wir bei der ganzen Arbeitszeitdebatte ein Thema nicht vergessen dürfen, das wir früher immer mit dazu diskutiert haben, das aber leicht runterrutscht, nämlich das Thema der Leistungsverdichtung, das Thema der Intensivierung der Arbeit, weil wir gegenwärtig eine Situation haben, dass die Skepsis gegenüber weiterer Arbeitszeitverkürzung, die es gibt, nicht eine prinzipielle Ablehnung von kürzeren Arbeitszeiten ist, sondern die Angst dahinter steckt, dass die Arbeitszeitverkürzung dann dazu führt, das gleiche Arbeitsvolumen in kürzerer Zeit bewältigen zu müssen. Und deswegen müssen wir bei dem nächsten Schritt der Arbeitszeitdebatte meiner Auffassung nach das Thema Humanisierung der Arbeit und Arbeitszeitverkürzung enger zusammendenken, als wir das bisher gemacht haben. Das ist für mich auch ein Hinweis aus der Umsetzung. Das wird ja bestimmt in den nächsten Tagen auch nochmal Thema sein in den Arbeitsgruppen, was die richtige Forderung ist. Christine, nochmal auf die alltägliche Gewerkschaftsebene zum Thema Organizing. Es spielt in Verdi eine große Rolle. Und ich wollte dich bitten, nochmal genauer zu skizzieren, was ihr da tut, um die Gewerkschaften stärker zu machen. Was sind eure Erfahrungen? Was habt ihr auch vielleicht verworfen? Und was kann man vielleicht auch übernehmen?
Okay, wir haben viele Jahre Organizing-Projekte ganz herausgehoben gemacht. Ist ja schon mal was erzählt worden zu Amazon oder sonstige Sachen, wo wir was ausprobiert haben. Und dann oder Flughafen Berlin-Brandenburg, weiß nicht, wer sich daran erinnert. Da haben wir, gab es eine Situation, verkauft, Leute hatten schlechte Arbeitsbedingungen. Wir haben einen Organizer reingeholt, wir haben ein Projekt gemacht. Und nachdem die Organizer raus waren, ist es wieder zusammengefallen. Und das ist eine Erfahrung, die hat man an ganz vielen Stellen, dass das uns zwar viel gebracht hat in dieser Aktivität an sich, auch Mitglieder, Organisierung, auch mal einen Tarifvertrag, also je nachdem, welchen Schwerpunkt wir hatten, aber das war ganz häufig nicht nachhaltig. Und das ist ein Problem gewesen, weswegen wir jetzt gesagt haben, wir müssen Organizing, das wollen wir ja weitermachen, aber wir müssen so ein Stück weit anders denken. Das heißt, wir haben, das ist, wisst ihr vielleicht, Verdi hat sich vor ein paar Jahren aufgemacht, individuelle und kollektive Gewerkschaftsarbeit zu trennen, um sich stärker auf das Kollektive auch zu fokussieren. Und das schafft für uns Freiräume, auch in der Arbeit der Gewerkschaftssekretäre und Sekretäre im kollektiven Bereich. Und wir als Bereich Verkehr haben für uns gesagt, das nutzen wir jetzt und wir schauen jetzt mal, wie organisieren wir unsere Arbeit künftig anders und implementieren auch Erschließung, Organizing in die Regelarbeit. Und haben im Prinzip gesagt, wir machen es ganz anders als bisher, sondern sagen erstens, jeder Gewerkschaftssekretär, jede Gewerkschaftssekretärin mit mindestens einer halben Stelle macht eine Erschließungsaufgabe im Jahr. Das heißt, eine kleinere, abgegrenzte Aufgabe, zum Beispiel, wenn ich in einem Betrieb ein bestimmtes Ziel habe und möchte einen Bereich, ich habe zum Beispiel im Verkehrsbereich die Leitstelle nicht organisiert, dann ist es die Aufgabe, mich darum verstärkt zu kümmern. Also als ganz normale Arbeit eines Gewerkschaftssekretärs, einer Gewerkschaftssekretärin im Regelfall. So, und dann machen wir daneben natürlich auch größere Projekte. Die sind aber nicht beliebig und das ist mir vielleicht noch mal ganz wichtig zu sagen. Da sagt nicht jeder, ich habe jetzt mal Lust, das und das zu machen, sondern wir haben im Verkehrssektor für alle drei großen Branchen, haben wir Branchenanalysen gemacht in den letzten Jahren und haben eine Branchenstrategie ausgearbeitet. Und anhand der Branchenstrategie gehen wir in einem sehr intensiven Arbeitsplanungsverfahren mit unseren Gewerkschaftssekretären hin und sagen, was ist dein Beitrag für diese gemeinsame Branchenstrategie? Und dann wird ein Betrieb ausgewählt, wo das dann passt und dann machen wir dieses Organizing. Das heißt aber auch, dass wir alle Gewerkschaftssekretäre und Sekretärin geschult haben darin, nochmal, was bisher ja auch eher freiwillig war, das muss man auch sagen. Also wir haben immer Angebote gehabt, aber jeder, der im Verkehrsbereich arbeitet, hat eine Schulung machen müssen in den letzten Jahren. Und dann haben wir auch noch uns entschieden, zusätzlich das zu begleiten. Wir haben also Stellen eingerichtet bei uns auf der Bundesebene, wo die Kolleginnen und Kollegen vor Ort fachlich unterstützt werden beim Organizing und bei ihrer Aufgabe, wo sie sich hinwenden können und wo wir dann auch wirklich nochmal Manpower dazukommen können, auch Geld investieren, aber immer im Sinne dieser Branchenschwerpunkte, sodass wir als Gesamtorganisation am Ende natürlich nochmal stärker werden und nicht gesagt haben, da haben wir jetzt einen Punkt gemacht und da, sondern wirklich im Sinne einer Branchenstrategie. Was wir dazu machen als Organizing, ist natürlich mit externen Dienstleistern wie Organizing, ganz erfolgreicher Organizing, größere Projekte wie Ryanair, da haben wir ja, habe ich gerade ja schon mal was zu gesagt, das war ein Projekt, was uns richtig was gekostet hat, das könnt ihr euch vorstellen, auch an, weil es uns eine Klientel war, die nicht so leicht zu organisieren war. Wir reden hier von jungen Frauen zwischen 18 und 24 Jahren, die in der Regel kein Deutsch sprechen. Und das ist ja, ich sag mal, für eine Organisation wie Verdi schon ein Problem, weil viele unserer Gewerkschaftssekretärinnen und Sekretärinnen sprechen kein gutes Englisch oder nur ein Englisch, dass man mal einkaufen gehen kann. Und das ist tatsächlich ein Problem und kommen dann auf eine Lebenswirklichkeit, die ganz anders ist. Und da haben wir zum Beispiel bei so einem Projekt, um das überhaupt bewältigen zu können, haben wir uns natürlich auch noch externe Dienstleister geholt, die uns in dem gesamten Prozess begleitet haben, die keine Probleme bei der Sprachbarriere hatten, das muss man auch sehen, aber eben auch diese Betreuung, diese sehr intensive Nahbetreuung, weil das ist, könnt ihr euch vorstellen, das sind ja Frauen gewesen, die sowas noch nie in ihrem Leben gemacht haben und die eigentlich auch nie gewerkschaftlich organisiert waren und die jetzt diesen Schritt gehen mussten. Und da braucht man natürlich noch mal viel mehr Unterstützung, als wir es im Normalfall haben. Das ist prekärste Arbeit at its best und deswegen mussten wir natürlich da noch mal richtig investieren.
Und so gehen wir an diese Schwerpunkte ran, an diese Organizing-Projekte. Und ich glaube, dass man das, wenn man es in eine Strategie einbindet, auch insgesamt für die Zukunft, da noch erfolgreicher mit Organizing arbeiten kann als Organisation. Mich würde tatsächlich mal interessieren, mein Organizing verbindet man mit Verdi, auch mit der IG Metall, aber bei der GW weiß ich es gar nicht. Würde interessieren, inwiefern Organizing bei der GW ein Thema ist. Wenn ja, inwiefern? Und wenn nein, warum ist die Ausgangslage vielleicht eine andere, dass das nicht nötig oder nicht sinnvoll ist? Ja, Organizing ist natürlich schon ein Thema. Wir haben zwei kleine Projekte gehabt an Hochschulen in Frankfurt und in Hamburg und fanden das einen schwierigen Weg. Mhm. Also die GEW hat eben eine große Herausforderung. Wir sind die viertgrößte Gewerkschaft im DGB, aber wir sind im Prinzip eine Ehrenamtlergewerkschaft und Ehrenamtlerinnen. Und wir haben ungeheuer viele Betriebe. Ich will das nur mal hier für alle sagen. Wir haben in etwa 33.000 Schulen. Es gibt 55.000 Kindertageseinrichtungen und wir haben 430 Hochschulen. Und das ist schon schwer zu bespielen, ja, weil es natürlich notwendig ist, das sagen immer wieder alle, dass das Gesicht der Gewerkschaft vor Ort das Wichtigste ist. Das ist ja eure Stärke bei der IG Metall, ja, dass die großen Betriebsräte die Gewerkschaftspositionen durchstellen. Ja, in den... So nehme ich das wahr. Oder auch nicht. Gell? Ja, mach auch manchmal nicht klappen, ja, aber für uns sieht es so aus. Wir haben ja nicht mal in allen Bundesländern an den einzelnen Schulen Personalräte. Das ist in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich mit dem Mitbestimmungsgesetz geregelt. Wir haben das Problem, dass in den Schulen die Personalräte sich nicht als GEW verstehen, sondern sagen, wir sind für alle da und dass wir darum kämpfen müssen, dass sie diese Haltung haben. Ja? Wir sind als Personalräte auch GEW-Personalräte und wir tragen die GEW-Position nach vorne in unseren 33.000 Schulen. Das ist eine große Schwierigkeit, an der wir noch richtig arbeiten müssen. Da beneide ich euch auch um die großen Betriebe. Ja? Das, also ich sage mal, selbst wenn man 10 Organizer einstellt, wie viele Schulen schaffen die denn zu, in die Schulen zu gehen, ja, oder in die Hochschulen zu gehen? Das ist für uns eine riesen Herausforderung. Ja, und dann ist natürlich die andere Herausforderung, das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, die Tatsache, dass von den in etwa 800.000 Lehrerinnen und Lehrern in Deutschland über 600.000 Beamtinnen und Beamte sind. Und ich persönlich, wir haben ja früher in manchen GEW-Landesverbänden unsere auch Beamtinnen zum Streik aufgerufen, weil, ja, Schleswig-Holstein auch, ich komme aus Schleswig-Holstein, deswegen kann ich das genau sagen, ich kann auch beschreiben, wie wir es gemacht haben. 2010 haben wir da einen Beamtenstreik hingelegt, der richtig gut war. Wir haben unsere Leute gefragt, streikt ihr, auch wenn das von der Rechtsprechung her, von dem Verständnis her nicht erlaubt ist. Und unsere Kolleginnen und Kollegen wollten das und wollten auch die Disziplinarmaßnahmen in Kauf nehmen. 3.600 Kollegen haben in Schleswig-Holstein dann eine Disziplinarmaßnahme erhalten. 1,5 Jahre war die Verwaltung in manchen Teilen des Ministeriums lahmgelegt. Und viele Kolleginnen und Kollegen haben sich die Disziplinarmaßnahme auch eingerahmt, weil sie stolz drauf waren. Allerdings die im Beförderungsfall waren, also Schulleiterin gerade werden wollen, im Bewerbungsverfahren sind abgestraft worden und sind dann nicht in die Leitungsfunktion gekommen. Also ich persönlich war als GEW
dafür, lieber mit unseren Kolleginnen und Kollegen den Mut zu proben und Kämpfe zu wagen, auch mit den Beamtinnen und Beamten. Das ist meine Haltung. Wir haben dann, bevor ich Vorsitzende wurde, als 2009 der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für die Türkei gesagt hat, die türkischen Lehrkräfte dürfen auch streiken. Da haben wir dann in der GEW entschieden, wir gehen den Weg über die Rechtsprechung. Jetzt haben wir das, dass es nicht mehr offen ist. Und jetzt ist festzementiert vom Bundesverfassungsgericht, wir dürfen nicht streiken. Und was macht ihr jetzt? Und wir gehen jetzt zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und versuchen da nochmal den Weg zu öffnen. Und von der Politik erwartet ihr euch zum Beispiel da keine Änderung? Naja, das Bundesverfassungsgericht hat im Prinzip den Ländern gesagt und der Bundesregierung, ihr könnt das jetzt also auch gar nicht mehr, ihr könnt es nicht mehr öffnen. Vorher hätte ja eine befreundete Regierung, die gewerkschaftsfreundlich ist, das öffnen können. Ja? Aber ich meine, die sehe ich ja jetzt auch nicht so. Ja? Also, und die Chance, dass es davon mehr gibt, ist ja weniger. Und was ich befürchte ist, beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden die Richterinnen und Richter von den einzelnen Ländern ermächtigt. Ja? Und die sind ja auch nicht überwiegend links- und gewerkschaftsfreundlich. Von daher ist das für mich also auch ein sehr, sehr schwieriger und mit sehr viel Zwiespalt gesehener Weg. Ja? Ich hoffe, ich langweile jetzt nicht, wenn ich noch mal was zur Organizing frage, aber nur ganz kurz. Und zwar, doch, ganz kurz, und zwar nur an Hans-Jürgen, dass du vielleicht nur skizzierst, wo der und, wenn ihr und, wenn ihr es ganz anders macht, als was Verdi vorhin erzählt hat und warum. Also nur das. Ich weiß nicht, ob das so viel anders ist. Wir haben in der Tat seit einiger Zeit, und zwar überall bundesweit verteilt, in den Geschäftsstellen Organizing-Initiativen. Und die Erfahrungen sind so ein bisschen ähnlich wie das, was Christine gesagt hat. Natürlich ist es erstmal der notwendige Schritt, die Kolleginnen und Kollegen aufzunehmen. Und ich meine, ich will das nur mal erwähnen, eine Organisation wie die IG Metall braucht jedes Jahr weit über 100.000 Neuaufnahmen, um den Mitgliederstand konstant zu halten. Ja, wir haben im letzten Jahr, das lief großartig, 133.000 Neuaufnahmen gemacht, unter anderem auch wegen der Streiks und wegen der Auseinandersetzung. Aber das ist das eine. Und dann kommen die Mühen der Ebenen. Ja, weil dann geht es darum, die Kolleginnen und Kollegen, die man gewonnen hat, einzubinden in die betriebliche und in die gewerkschaftliche Gewerkschaftsarbeit. Und das ist dann natürlich die zweite große Herausforderung. Und bei uns ist das genauso, dass der Strukturwandel in den Bereichen, in denen wir gut organisiert sind, eher Beschäftigung in Frage stellt und die neuen Arbeitsplätze, die entstehen, mit Beschäftigten, die uns nicht automatisch alle von alleine die Bude einrennen. Ja, insofern haben wir das gleiche Problem, aber klar ist, neben der in Anführungszeichen Routinetätigkeit, in dicken Anführungszeichen, braucht es immer wieder Sonderaktivitäten durch Organizing-Aktivitäten in den Bereichen, in denen es keine entwickelte Gewerkschaftskultur gibt. Sonst werden wir das nicht hinkriegen, dass wir dem Strukturwandel nicht hinterherlaufen, organisationspolitisch. Und der Bernd hat es ja vorhin gesagt, es ist natürlich das Kernproblem, dass wir Gewerkschaften insgesamt an Organisationsgrad verlieren, und zwar in allen entwickelten Ländern, der Oliver hat das ja auch aufgezeigt. Und wenn wir das nicht schaffen, dass wir die neu entstehenden Bereiche durch Organizing-Projekte gezielte genauso organisieren, wie wir es in den traditionellen historisch geschafft haben, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann die Gewerkschaften das, was wir hier fordern und beklatschen, nicht mehr hinkriegen. Und deswegen sind diese Organizing-Projekte von strategisch ganz besonderer Bedeutung. Christine. Christine, jetzt wollen wir ein bisschen nach vorne gucken in die künftigen Tarifauseinandersetzungen. 2020 laufen im öffentlichen Nahverkehr, der ja eigentlich sehr zersplittert ist, weiß gar nicht wieso, zufällig alle zur selben Zeit aus, alle Tarifverträge. Das eröffnet ja Möglichkeiten. Und meine Frage wäre, wie ihr euch darauf vorbereitet. Ja, zufällig laufen die wirklich alle zum 30.06.2020 aus, was viel Arbeit war, Kolleginnen und Kollegen. Wir leiden ja, also
hab ein bisschen Geduld, damit ich einfach ein, zwei, drei Sachen im Hintergrund noch mal sagen kann. Wir leiden im Nahverkehr über viele Jahre an der Liberalisierung der Europäischen Kommission. Da sind wir wirklich Opfer gewesen. Die Kommission hat eine Zwangsliberalisierung durchgesetzt und hat im Prinzip dafür gesorgt, dass seit den 90er Jahren im Nahverkehr Arbeitsverhältnisse systematisch auch im öffentlichen Dienst vernichtet worden sind und dafür gesorgt, dass es Privatisierung gab, Tochtergesellschaften gegründet. Also alles das, was man sich an Schlechtigkeiten vorstellen konnte, ist passiert. Alles auf Zwang der Kommission. Wir haben ganz viel politische Arbeit auch gemacht, auch in Europa, und dafür gesorgt, über wirklich Jahre dafür gesorgt, dass es jetzt Möglichkeiten gibt. Es gibt seit Mitte der 2000er Jahre eine EU-Verordnung, die sagt, eine Kommune darf neben dem klassischen Vergabewettbewerb, wo der billigste Anbieter den Zuschlag kriegt, auch eine Direktvergabe machen. Und das war für uns ganz wichtig, weil damit jetzt ermöglicht worden ist, dass wir eben auch Vergaben, also dass eine kommunale Leistung erhalten bleiben kann. So, wir haben dafür bezahlt, das sage ich auch ganz offen, dafür, dass wir für diese Liberalisierungspolitik, wir haben Tarifverträge gemacht, insbesondere in den 90er, Anfang der 2000er Jahre, die erstens die Tariflandschaft total zersplittert hatten. Früher gab es einen Tarifvertrag, öffentlicher Dienst für alle, danach gab es Landestarifverträge, es gab immer schon private, die haben aber durch die Liberalisierung natürlich Auftrieb gekriegt, und das Ergebnis war, es gibt heute in jedem Bundesland einen eigenen TVN, das ist unser öffentlicher Dienst, Flächentarifvertrag, und es gibt einen privaten Tarifvertrag und es gibt unzählige haustarifvertragliche Regelungen noch dazu. Eine echt unbefriedigende Lösung, die wir haben, das sozusagen aber mal als Vorgeschichte. Jetzt sind wir lange dran, und wir haben, ihr wisst, dass das Thema Arbeitskräftemangel natürlich auch im öffentlichen Dienst eine große Rolle spielt und auch im Verkehr eine große Rolle spielt, und wir haben eine Situation, dass diese rechtliche Ungewissheit durch die EU-Verordnung, durch Umsetzung in deutsches Recht weg ist und wir jetzt einfach echt im Auftrieb sind. Und deswegen haben wir die letzten Jahre sehr daran gearbeitet, die Laufzeiten zu harmonisieren. Das waren teilweise Laufzeiten von 10 Jahren, die da abgeschlossen worden sind für Manteltarifverträge. Und jetzt ist es soweit, am 30.06.2020 sind alle Tarifverträge in ganz Deutschland im Nahverkehr laufen aus. Und das ist eine Chance für uns, die richtig groß ist und die uns richtig viel an Vorarbeit gekostet hat, die uns aber jetzt in eine Situation versetzt, richtig loszuschlagen. Und das könnt ihr euch vorstellen, das haben wir auch vor. Das werden wir auch tun. Wir sind in diesem Jahr dran. Wir machen in diesem Jahr eine große, große Kampagne, die nennt sich TVN 2020. Dieses Jahr steht im Zeichen von Mitgliederwerbung. Wir wollen stärker werden. Wir sind da schon stark. Also ÖPNV heißt, zumindest mal bei uns, unser ÖPNV heißt 50% Organisationsgrad. Das ist gut, sagen wir mal in Deutschland, dass wir das in der gesamten Branche durchgehend haben. Aber wir wollen auf 70 kommen, 70% Orga-Grad, das ist das erklärte Ziel. Da reden wir von 10.000 Mitgliedern, die wir in den nächsten anderthalb Jahren werben wollen. Und da reden wir vor allen Dingen von Mitgliedern, die an prekären Stellen sitzen, wie zum Beispiel Leitstelle oder, du hast es ja gerade gesagt, Bernd, die Frage Fahrausweisprüfer und so, sagen wir, Gruppen, die noch nicht so organisiert sind. Und an die richten wir uns jetzt. Und da geht jetzt dieses Jahr, wird dafür genutzt, die zu organisieren. Und dann werden wir im nächsten Jahr ab Juli dann Verhandlungen überall parallel führen, in ganz Deutschland. Also wer ein Fahrrad hat, ist gut. Die nach keins haben, sollten sich auch eins anschaffen, weil ich kann euch versprechen, da werden wir Deutschland mal zeigen, wo es lang geht. Und da sind wir fest entschlossen zu. Frage zum ÖPNV nochmal, Überleitung dann zur politischen Debatte, wo dann Bernd auch nochmal zu Wort kommt, der so lange warten musste. Also es ist natürlich immens wichtig, die Leute zu organisieren, auch die Löhne dort zu erhöhen. Zugleich fällt einem bei ÖPNV natürlich auch viele andere Sachen ein, die Ticketpreise, Auslagerung, Streckennetz als Ausdünnung und sowas, was dann uns alle betrifft. Inwiefern kann das
mitgedacht werden oder kann man auch als Gewerkschaft dafür sorgen, dass sich an der Stelle was tut und dass es nicht so kommt, dass der gute, notwendige Lohnabschluss dann irgendwie bei den Ticketpreisen landet zum Beispiel? Ja, mit den Ticketpreisen, da kann ich euch jetzt nicht freisprechen davon, dass sie nicht erhöht würden. Ich glaube aber, das ist gerecht, wenn sozusagen die Beschäftigten auch ihren Teil abbekommen. Also das will ich nicht sagen. Aber wir denken die Kampagne ja nicht nur auf der Ebene der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, sondern wir werden Ende diesen Jahres anfangen mit einer großen Öffentlichkeitskampagne auch losgehen, weil wir der Auffassung sind, dass der ÖPNV deutlich mehr Geld braucht. Also das war nicht nur wegen der Klimaziele, sondern insgesamt. Der ist total unterfinanziert. Das sieht, ich sag mal, jeder, der U-Bahn fährt und weiß, wie da teilweise Zustände sind. Und wir haben das eben ja auch noch mal gehört auch vom Kollegen vom DGB, Brücken und so weiter. Der ÖPNV sieht nicht besser aus in vielen Teilen. Er ist unterfinanziert. Wir brauchen mehr Geld. Da muss die Politik sich bewegen. Da müssen die Kommunen ausgestattet werden, auch mit mehr Geld dafür. Weil das, ich meine, die Bahn ist wichtig, das wissen wir alle, aber die Hauptlast des Nahverkehrs, des ÖPNVs, trägt tatsächlich der kommunale ÖPNV und da ist zu wenig Geld drin. Das heißt, wir sind eine parallele Kampagne Richtung Politik gegen, Richtung Bürgerinnen und Bürger und wir wollen natürlich auch, dass die Menschen aufstehen und sagen, es braucht mehr Geld in den ÖPNV, weil das ist wichtig. Und dann haben wir auch genug Geld. Ja, genau, sehe ich auch so, das Geld ist da. Bernd, die SPD, die hat ja diese Woche ein neues Sozialstaatskonzept vorgelegt. Und meine Frage an dich wäre, wie du das siehst, inwiefern ergibt sich jetzt daraus eine Chance, dass man die SPD in die Offensive kommt für all diese Ziele, die du mit deiner Partei verfolgst? Auch welche Chancen ergeben sich, die SPD unter Druck zu setzen und welche Rolle sollen die Gewerkschaften dabei spielen? Ja, gerne. Ich wollte nur noch zwei ketzerische Bemerkungen machen vorher. Erstens macht es nichts, die Linken müssen ja immer auf die Gewerkschaften warten, also ein bisschen warten muss. Aber ich wollte noch was zur IG Metall sagen, also die und zu den Frauen. Erstens, ist vielleicht ganz gut, wenn man neidisch ist, dass die IG Metall das in die großen Betriebsräte durchstechen kann, aber es ist natürlich auch ein Problem für die IG Metall, dass die großen Betriebsräte das immer an die IG Metall durchstellen. Also das führt auch nicht immer zur linken Politik. Das Zweite ist, ich glaube, man kann nicht, ich bin sehr dafür, das nicht gegeneinander zu stellen. Aber du kannst natürlich nicht übersehen, dass wir heute 30% mehr Frauenbeschäftigung haben als vor 40 Jahren. Und dass wir ganze Branchen haben, wie Gesundheitswesen, wo heute 6 Millionen beschäftigt sind, also über doppelt so viel wie in der Automobilindustrie, einschließlich Zulieferer, dass dort überwiegend Frauen sind in der ganzen Pflege, im Verkauf, in den ganzen personennahen Dienstleistungen und dass dort natürlich auch verstärkt andere Probleme sind. Die haben natürlich historisch nicht so gekämpft wie die Industriearbeiter, die sind ja auch erst entstanden, oft in den 60er, 70er, 80er Jahren. Und wir haben das Problem, dass zum Beispiel alles, was mit sozialer Arbeit zu tun hat, rapide schlecht bezahlt ist. Ja? Und dass wir deswegen dort auch neue Kämpfe kriegen müssen, die im Übrigen auch politischer werden müssen, ja? Weil die immer sich auch in den politischen Raum begeben. Ja? Und natürlich ist es gut, wenn der IG Metallarbeiter begreift, und das verstehe ich ein bisschen unter verbindender Klassenpolitik, dass er durchaus Interesse haben kann, dass der Pflegenotstand beseitigt wird, weil er vielleicht auch mal gepflegt werden muss oder seine Familie. Ja? Und dass die Erzieherin besser bezahlt werden muss, weil seine Kinder dann auch besser erzogen werden. Das geht ja nicht nur ums Begreifen, sondern auch dann um die praktische Solidarität, wenn die Auseinandersetzungen stattfinden. Ja, die findet doch nicht statt, Leute. Also jetzt habe ich so viele Erzieherinnenstreiks mit angeführt, da könnt ihr nicht behaupten, dass es da eine übergreifende Solidarität gab. Das stimmt nicht. Sondern da wären wir viel schneller zum Ziel gekommen. Ich glaube, da dürfen wir uns nicht in die Tasche lügen, wie positiv alles ist, sondern diese Solidarität müssen wir erst herstellen. Also ist doch völlig klar. Aber jetzt, worum sind denn die Erzieherinnenstreiks so lange?
Warum gehen die 6 bis 9 Wochen? Weil du nicht streiken kannst wie bei der IG Metall. Du hast doch keinen wirtschaftlichen Druck. Wenn die Erzieherinnen streiken, spart die Stadt quasi den Lohn ein. Also kannst du in diesem Bereich nur, natürlich spart sie den Lohn ein und es macht dir überhaupt nichts aus, außer es gibt Druck quasi im politischen Raum. Und das ist doch das typische Beispiel dafür, dass du in diesen Streiks im politischen Raum gehen musst und dass du die Solidarität der Eltern und der anderen Teile quasi der Lohnabhängigen brauchst. Aber jetzt zur SPD. Naja, ich muss ehrlich sagen, dass ich das sehr begrüße, wenn die SPD jetzt einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro fordert. Müssen wir begrüßen. Ja? Und wir müssen auch begrüßen, wenn die SPD sagt, wir brauchen eine größere Tarifbindung. Und wir wollen das Vetorecht der Arbeitgeber abschaffen, obwohl das zu kurz greift, muss man auch sagen. Es muss eigentlich andersrum sein, beim Beantragen dürfen wir die Arbeitgeber nicht brauchen. Es muss reichen, wenn die Gewerkschaft es beantragt, das muss eigentlich die Forderung sein. Aber egal, und es gibt ein paar andere Sachen drin, die Fortschritte sind. Es gibt auch Sachen, die keine Fortschritte sind, sie verabschieden sich wirklich nicht aus dem Hartz-IV-System. Also, dass sie nicht mal die Grundsicherungsbeträge erhöhen wollen, ist eigentlich eine Schande. Ja, also das bleibt bei der Armut. Aber ich würde das begrüßen, auch wenn die natürlich jetzt viel von uns abgeschrieben haben, aber nicht das ganze Programm. Aber das kann man ja auch nicht kritisieren, sonst wären sie ja die Linke und nicht die SPD. Aber wir müssen noch ein bisschen begreifen, da will ich doch Wasser ein bisschen in den Wein gießen, wollen Sie das wirklich zu konkreter Politik machen? Es ist ja völlig klar, Sie können es mit der CDU nicht umsetzen. Und es wird deswegen keine gesellschaftliche Wirklichkeit. Und Sie werden auch nicht daran die Koalition scheitern lassen. Das dient erstmal dazu, Profil zu gewinnen. Quasi zu sagen, wir sind jetzt wieder sozialdemokratischer. Dagegen ist auch nichts einzuwenden. Aber was ist jetzt unsere Aufgabe und die der Gewerkschaften? Ich würde sagen, jetzt müssen wir doch darum kämpfen, dass es 12 Euro Mindestlohn gibt. Und im Kern müssen wir jetzt Gewerkschaften, Sozialverbände, Linke, Sozialdemokraten an einen Tisch bringen und sagen, jetzt gehen wir doch auf die Straße und setzen die große Koalition unter Druck, dass sie tatsächlich 12 Euro Mindestlohn einführt, sodass es nicht auf dem Papier und in der Programmatik ist, sondern in der Wirklichkeit. Und ich glaube im Übrigen, dass solche Bündnisse ein Riesenfortschritt wären. Mach mal. Ich wüsste das bisher nicht, dass das gemacht wird. Nee, es sind die Forderungen. Mach doch mal. Ja, ich bin da sehr dafür. Wir werden das organisieren. Und wir werden auch die Gewerkschaften auffordern, das zu tun. Weil glaubt doch nicht, dass das gemacht wird, bloß weil die SPD jetzt über die Presse das verkündet. Und wir werden auch quasi das tun, dass wir sagen, da müssen konkrete Aktionen stattfinden, die Regierung unter Druck zu setzen. Weil die Leute werden sonst nicht die Erfahrung machen, dass es einen Fortschritt gibt. Und sie können auch nicht darauf warten, bis es einfach eine andere Regierung gibt. Die wird es auch nicht so schnell geben, wenn es nicht vorher in entsprechenden außerparlamentarischen Druck gibt. So würde ich im Übrigen damit umgehen. Was im Übrigen bedeutet, und dann nochmal mit Hansi, ich glaube, wir sind uns da einig, aber dazu brauchst du natürlich politischere Gewerkschaften. Es hat ja auch trotz allem eine Entpolitisierung stattgefunden, machen wir uns doch nichts vor. Also wir müssen quasi in vielen Dingen, wenn wir die regulieren wollen, über was wir geredet haben, die Tarifbindung zum Beispiel. Du kannst in bestimmten Branchen die Tarifbindung mit klassischen Mitteln nicht mehr durchsetzen. Zum Beispiel, ich habe 2 große Streikbewegungen im Handel mitgeführt, nur als Beispiel. Da ging es um die Wiederherstellung des Flächentarifvertrages. Zum Teil haben H&M-Verkäuferinnen 70 Tage Streik gemacht. Riesenleistung. Und die haben auch erzwungen, dass der Tarifvertrag wieder in Kraft gesetzt wird. Heute fallen unter diesen Tarifvertrag noch 33%. Als er 2001 allgemeinverbindlich war, fielen noch 90% runter. Die Allgemeinverbindlichkeit ist in der derzeitigen Gesetzeslage nicht herstellbar.
Du musst das Gesetz ändern und du musst die Allgemeinverbindlichkeit erleichtern. Das ist eine politische Auseinandersetzung. Und du kannst es auch nicht mit den Methoden des Häuserkampfes. Das muss man eigentlich machen. Aber wenn man sich mal vorstellt, Edeka zum Beispiel, der größte Lebensmittler, 90% ihrer Filialen sind gar nicht mehr bei Edeka, sondern in Franchise-Betriebe ausgegliedert, ohne Betriebsrat, ohne Tarifvertrag. Wenn du jetzt so sagst, Häuserkampf bei tausenden von Filialen, es überfordert völlig die Ressourcen von Verdi, bis die dort einen Betriebsrat gegründet haben, die Belegschaft dazu gekriegt haben, dass man den Tarifvertrag reinstreckt, sind schon wieder 10 andere ausgetreten und Franchise-Betriebe geworden. Also du musst dort in politischen Raum gehen. Auch im Übrigen die IG Metall hat noch eine große Durchsetzungskraft, aber auch ihre Tarifverträge haben nur eine Reichweite von 51%. Das heißt, wenn du quasi wieder dafür sorgen willst, dass es zur Regel wird, dass die Leute unter Tarifverträge fallen, musst du in die politische Auseinandersetzung gehen und die gesetzlichen und politischen Rahmenbedingungen verändern. Es gilt genauso für einen Mindestlohn. Und man muss begreifen, dass der Mindestlohn keine Konkurrenz zu den Tarifverträgen ist, sondern dass man begreifen muss, wenn du 12 Euro Mindestlohn hast, dann wirkt es in die Tarifverträge rein, aber Leute, die Gewerkschaften fangen dann bei 12 Euro an, ihre Tarifverträge zu machen und nicht wie heute bei 9,19 Euro. Das wäre doch ein Riesenfortschritt. Oder ich sage nur noch einen weiteren Punkt. Ja. Wenn du diese ganzen prekären Formen, Leiharbeit, Werkverträge, und, wenn du das wieder regulieren willst, das wirst du mit nur gewerkschaftlichen Mitteln nicht erreichen. Du musst in den politischen Raum gehen, du musst dafür kämpfen, dass bei Werkverträgen der Tarifvertrag des Kernbetriebs gilt. Dann wird es übrigens aufhören mit dem ganzen Sozialdumping. Du musst dafür sorgen, dass Leiharbeit entweder verboten wird oder zumindest anders geregelt wird in dieser Gesellschaft. Du kriegst es nicht nur mit tariflichen Mitteln hin. Ich will nicht missverstanden werden. All das muss Gewerkschaft machen. Die müssen kämpferischere Tarifpolitik machen, als sie sehr oft machen. Aber sie müssen das mit der politischen Frage verbinden. Und deswegen sollten wir als Linke dafür kämpfen, dass es eine Politisierung der Gewerkschaften nach links gibt. Und da können wir als Partei auch einen starken Beitrag dazu leisten. Ich würde noch mal tatsächlich auf die Mindestlohnfrage kommen, um die es ja gerade ging, dass man gemeinsam dafür auf die Straße gehen soll, weil ich mir nicht ganz so sicher bin, dass es in den Gewerkschaften so allgemeiner Konsens ist, dass 12 Euro ein Grund zur Freude sind. Tatsächlich wegen des Arguments Konkurrenz zu Tarifverträgen, Eingriff in die Tarifautonomie, also noch stärker als bisher, und auch die Frage, dass eben tatsächlich zum Beispiel bei der NGG eine ganze Reihe, also mir fällt NGG ein, ich weiß gar nicht, wie das bei den anderen Branchen so ist, eine ganze Reihe von Tarifverträgen außer Kraft gesetzt werden. Ich würde auch sagen, zu Recht, aber dennoch denke ich, in Gewerkschaften gibt es viele Vorbehalte. Deswegen, ich gucke gar niemanden genau an, vielleicht könnte sich einer von euch berufen fühlen, darauf zu antworten. Für uns ist das überhaupt kein Problem. Also wir haben auf unserem letzten Bundeskongress die 12 Euro beschlossen als unsere Forderung, aber zumindest als Einstieg. Deswegen, es läuft sozusagen diese politische Forderung bei uns Tür und Tor ein. Ne? Also Frau Mzirske klang ein bisschen zögerlicher kürzlich so mit die Richtung. Die 12 Euro sind bei uns Beschlusslage. Wir hätten sie gern. Uns tut es auch nicht weh. Also ich sage mal, wir haben viele Tarifverträge genau in diesem Niedriglohnsegment. Und ein Mindestlohn ist genau wie Bernd sagt, das hilft uns eher, da nochmal dann aufzusetzen und mehr zu machen. Dann haben wir eben eine neue Untergrenze. Also ich sage mal, bei uns ist das überhaupt kein Thema, sondern wir diskutieren da aktiv mit. Und um das mal von Bernd aufzunehmen, natürlich werben wir in diese Richtung auch. Wir sind ja auch aktiv Richtung Bundesregierung, überall zu sagen, das muss jetzt kommen und wir wollen also nicht nur einfach eine Versprechung machen, sondern sie muss jetzt auch umgesetzt werden. Und da werben wir für und das wollen wir auch durchsetzen natürlich. Okay. Also ich will jetzt nicht damit fortfahren, uns gegenseitig katholisch zu machen. Ich habe mir jetzt auch 5 Punkte angeschrieben, die würden sich einleiten lassen. Die Linke muss unbedingt, die Linke muss unbedingt.
Es gibt noch so eine Frage, und wo das ich hatte zum Beispiel dann auch mal eine Debatte mit Bernd, da haben wir uns gestritten, nachher haben wir uns sofort wieder vertragen, wo ich lange, 2 Jahre vor der Wahl gesagt habe, ihr müsst eure strategische Faulheit überwinden und wirklich ernsthaft an einem rot-rot-grünen Projekt arbeiten, sonst hat die gesellschaftliche Mobilisierung in der Politik keine Perspektive. Das war damals berechtigt, das hat nicht viel genutzt, das ist auch unsinnig, es wieder zu holen. Ja? Also, ich lasse also jetzt meinen Pflichtzettel, den ich der Partei übergebe, sondern ich möchte lieber darüber nachdenken, wie wir das gemeinsam hinkriegen. Und ich will was zum Mindestlohn sagen. Ja, es ist richtig, dass es in den Industriegewerkschaften und auch in der IG Metall lange Vorbehalte gegenüber dem Mindestlohn gegeben hat. Weil es Diskussionen gegeben hat, die da in die Richtung ging, ist es nicht das Eingeständnis der Schwäche, dass wir in den Bereichen, in denen wir die Regulierungsmacht für die Löhne haben müssen und einklagen müssen, nach dem Staat rufen, dem Neoliberalen, von dem wir sonst nichts Gutes erwarten. Aber auch wir haben mit der Zeit dann eingesehen, dass wir es einfach nicht hinkriegen, die Tarifmacht in diesen Bereichen zu kriegen. Und deswegen ist das eine Auseinandersetzung von gestern. Auch die IG Metall tritt für den Mindestlohn ein. Und ich habe überhaupt keine... In welcher Höhe ist überhaupt die Frage? Gerade. Von 12 Euro. Okay. Aber auch da bitte ich um eine einigermaßen realistische Debatte. Auch ein Mindestlohn von 12 Euro ersetzt aktive Tarifpolitik nicht, weil auch ein Mensch, der 40 Jahre... Ein Mensch, der 40 Jahre im 12-Euro-Mindestlohn gewesen ist, hat auch keine hinreichende Rente. Ja? So, also deswegen ist der Mindestlohn deswegen sinnvoll, weil er eine Sperrklinke nach unten liefert. So, und deswegen sollten wir es auch da wieder nicht als Gegensatz diskutieren, was keiner ist, sondern ergänzend diskutieren. So, und deswegen nochmal zum Thema politische Gewerkschaften. Da sind wir sofort dabei. Mein Gott, ich wünsche mir meine IG Metall auch manchmal politischer und manchmal etwas mehr Schwung bei der ganzen Sache. Und wenn ich mit den Kollegen rede, dann treffe ich viele, die das genauso sehen. Aber ich treffe auch viele, die sagen, weißt du was, Urban, wenn du mir das sagst, glaube ich das. Aber selbst wenn wir hier auf die Straße gehen, wer soll es denn in den Parlamenten umsetzen? Die sitzen das doch aus. Und Vorbehalte dieser Art muss man doch auch ernst nehmen. Und bei aller Fähigkeit, dass da durchgestellt wird. Und in der Tat, unsere Betriebsräte stellen manchmal in beide Richtungen durch. Das ist auch völlig in Ordnung so. Ja? Macht nicht immer Spaß, aber meistens ist es dann am Ende doch gut. Hier sitzen eine ganze Reihe, die mich gerade anschauen, deswegen sage ich das. Ich glaube, ich versöhne uns alle wieder, wenn ich das Formales aufgreife. Sie hat gesagt, sie beneidet um unsere Betriebsräte. Ich beneide mich auch um unsere Betriebsräte, dass das klar ist. So. Aber jetzt zum Thema politischer werden. Ja? Das ist natürlich eine Forderung, die man leicht formuliert hat. Aber man muss auch eine Perspektive dafür bieten. Und die politische Perspektive für politische Forderungen sind die Parlamente und die Regierung. Und deswegen haben wir beide Aufgaben. Wir müssen vielleicht etwas mehr daran arbeiten, auch politischere Forderungen mit Streiks und mit anderen Sachen. Aber die in den Parlamenten und in den Regierungen sitzen, müssen auch ein bisschen daran arbeiten, koalitionsfähige Blöcke dann hinzukriegen, die dann die Impulse aus der Gesellschaft aufnehmen, um es zum Gesetz, um es zum Haushaltsplan und so weiter zu machen. Ja? Also wir haben da beide genug Aufgaben. Wir können uns die wechselseitig ins Pflichtenheft reinschreiben oder wir können beide in unseren Verantwortungsbereichen daran gehen, das zu machen. Ich finde das Zweite cooler. Wolltest du auch noch was sagen? Okay. Ich hatte eigentlich jetzt noch eine Frage zur AfD tatsächlich, ja, inwiefern, aber... Nein, ich wollte eigentlich noch mal fragen, inwiefern tatsächlich diese Sozialstaatsdebatte, die jetzt vielleicht stärker führbar ist, weil die SPD ein paar Sachen eröffnet hat, als vorher, inwiefern das eben als Hebel gesehen wird, um die Rechten in Europa zurückzudrängen, auch die AfD und so weiter. Aber also, wenn es ausgelutscht ist... Ich bin... Also wie, ich sage es mal so und ich hoffe, man sieht das Augenzwinkern, die deutsche Sozialdemokratie liegt so am Boden, man mag nicht mal mehr spotten. Ja? Also ich freue mich aber darüber nicht und deswegen kann ich da nur sagen, was hältst du von dem Programm? Wenn Sie es ernst meinen, dann will ich es gerne unterstützen. Ja? Und wenn wir es dann noch gemeinsam hinkriegen, eine Durchsetzungsperspektive aufzubauen, dann ist es mir noch lieber und deswegen sage ich, ein guter Angriffspunkt. Gut. Mit Blick auf den Rechtspopulismus, ja, natürlich, ist das ein wesentlicher Punkt. Aber es geht darüber hinaus, weil ich glaube, dass ein wichtiger Punkt
dafür, dass der Rechtspopulismus sich bis in die Mitgliedschaft der Gewerkschaften, bis in die Mitgliedschaft auch linker Parteien hinaus ausdehnt, ist nicht nur eine Frage der Rente oder der Regelsätze von Hartz IV, das ist ganz wichtig, das ist wichtig. Es ist die allgemeine Angst in dieser Umbruchssituation, in der wir leben, unter die Räder zu geraten. Und deswegen braucht die Antwort, die wir liefern müssen, mehr als sozialpolitische Details. Die sind nicht unwichtig. Ich bin selber Sozialpolitiker und fummel da dran und mache das so konkret, dass das kaum mehr ein Mensch versteht. Aber die Botschaft, die ist eine andere. Die Botschaft ist die Frage, ob wir das sozusagen erdulden wollen, was da an Transformation, Digitalisierung, Dekarbonisierung, Globalisierung und so, ob das erduldet werden soll oder ob wir als Linke, die parteipolitische und die gewerkschaftliche Linke, das Angebot machen, sich zusammenzuschließen, um widerständig zu intervenieren in diese Transformationsprozesse. Das ist die entscheidende Frage. Und wenn wir das hinkriegen, dann können wir viele Menschen, die bisher aus lauter Wut und Frust den Falschen hinterherrennen, wahrscheinlich ein Angebot machen. Aber das ist auch schwerer gesagt als getan, weil es ist auch eine Frage der Sozialpolitik, aber nicht nur. Ich wollte noch mal eine Frage an Bernd richten. Hans-Jürgen hat ja gerade darauf verzichtet, das sollte und so weiter zu formulieren. Vielleicht kann man es ja aus der selbstkritischen Perspektive aufnehmen. Und zwar die Frage ist, wir sind uns ja alle einig, die Gewerkschaften müssen politischer werden. Die Frage ist, inwiefern die Linke vielleicht gewerkschaftlich orientierter werden müsste. Ja, also das mit dem Müsste war nicht so mit Müssen gemeint, sondern das machen wir einfach. Aber in der Tat, also die Linke muss gewerkschaftsorientierter werden. Also ich glaube, eine Linke, die sich nicht auf die Lohnabhängigen und auf die Gewerkschaften bezieht, ist keine Linke. Also das ist zentraler Punkt. Aber wie gesagt, wir müssen gucken, wie wir uns in der Tat auch gegenseitig verstärken. Das schließt natürlich auch ein bisschen ein, dass wir aneinander rumkritisieren. Das soll ja solidarische Kritik sein. Ich glaube, wir müssen die Fragen verbinden. Ryanair hat es übrigens super geklappt. Also Ryanair haben die Leute von Anfang an gesagt, wir wenden uns an die Politik. Am Anfang bin ich hingegangen, muss man sagen, von den Linken. Dann hat sich das rumgesprochen, dann ist auch die SPD hingegangen. Das muss man der SPDler in den Gewerkschaften immer sagen. Wenn er die Linke holt, kommt hinterher auch die SPD. Und dann haben auf der Basis, dass das auf einmal eine gesellschaftliche Auseinandersetzung wurde, eine politische, wo es um Landerechte ging und um Betriebsverfassungsgesetz, haben wir eine Aktuelle Stunde im Bundestag gemacht. Zum Paragraph 219, also dass die keinen Betriebsrat bilden dürfen, weil sie fliegendes Personal sind. Und das hat dann die SPD aufgegriffen und tatsächlich durchgesetzt, dass das Gesetz geändert wird und die jetzt einen Betriebsrat bilden können. Also auf dieser Seite wirklich ein Sieg. Das sieht man im Übrigen. Aber jetzt sag nochmal was dazu, wo vielleicht die Gewerkschaftsorientierung der Linken größer ist. Ja, genau, das ist doch Gewerkschaftsorientierung. Ja, da ist sie ja schon vorhanden. Wir sind hingegangen und haben den Ryanair-Streik unterstützt und haben den in den politischen Raum getragen und dadurch auch die anderen Parteien unter Druck gesetzt, quasi sich mit dem Problem auseinanderzusetzen. Ich will noch ein gutes Beispiel sagen bei der Pflege. Wir haben vor 3 Jahren waren wir die erste Partei, die eine Pflegekampagne gemacht hat, für 100.000 Pflegekräfte mehr, für bessere Bezahlung und so weiter, für gesetzliche Personalbemessung. Es hat kaum jemand dort interessiert. Dann, die Kampagne ist aber super gut gelaufen, besser wie wir gedacht hatten. Dann hat Verdi angefangen, in einigen Kliniken zu streiken, auch um höhere Personalbemessung. Das haben wir übrigens sehr unterstützt, auch im politischen Raum, mit Gutachten und vielen anderen Fragen. Dann haben die Sozialverbände das Thema entdeckt und sind auf die gleichen Forderungen eingestiegen. Dann gab es bei der Bundestagswahl, ihr erinnert euch, diesen Pfleger, der die Merkel gestellt hat. Ja, und gesagt hat, wie schlimm die Zustände quasi in der Pflege sind. Und auf einmal war Pflege ein politisches Thema in der ganzen Gesellschaft. 80% der Bevölkerung hat gesagt, Pflegenotstand ist wichtiger wie alle anderen Fragen. Nach der Bundestagswahl haben wir die Pflegekampagne weitergemacht. Es gab auch weitere Streiks. Und Spahn ist wirklich unter Druck gekommen. Und Spahn musste jetzt einen Paradigmenwechsel vornehmen. Was die jetzt beschlossen haben, ist wirklich ein richtiger Fortschritt in der Gesundheitspolitik. Sie haben quasi beschlossen,
dass die zusätzlichen Pflegekräfte, die eingestellt werden müssen, finanziert sind, indem die aus der Fallpauschalen, also Festpreisregelung, rausgenommen werden. Das ist ein Riesending quasi, weil jedes Krankenhaus kann jetzt zusätzliche Pflegekräfte einstellen, muss sich nicht um die Finanzierung kümmern. Natürlich gibt es das. Es gibt es 2019, kann jedes Krankenhaus einstellen. Es gibt keine Leute. Das ist nochmal ein anderes Thema. Da würde ich aber auch nicht so... Nein. So. Das verstehe ich jetzt nicht. Jetzt rächt sich, dass keine Publikumsdebatte eingeplant war. Also wir kämpfen quasi... Wenn jetzt, nein, das ist doch jetzt, also Leute, das, die Debatte verstehe ich nicht. Damit redet man sich doch selber in eine Niederlage rein. Wenn ich quasi durchsetze, dass ich einstellen kann, dann muss ich jetzt darum kämpfen, dass eingestellt wird und dass die Ausbildung erhöht wird und dass die Bedingungen für die Arbeitskräfte besser werden, dass es wieder attraktiv wird, in die Pflege zu gehen. Aber ich habe doch einen Türöffner durchgesetzt durch einen politischen Kampf. Und jetzt muss ich doch den Leuten auch sagen, Leute, ihr habt gekämpft an verschiedenen Stellen, im politischen, im betrieblichen Raum und ihr habt einen Erfolg erzielt. Jetzt lasst uns den Erfolg auch in der konkreten Praxis durchsetzen und nicht quasi das wieder in eine andere Form machen. Und ich würde auch nicht jedem Krankenhausdirektor glauben, dass er kein Personal findet. Also im Übrigen, und ich würde dann auch bei den Städten mit unserer Unterstützung beantragen, dass sie eben Sonderkonditionen bezahlen sollen in den Krankenhäusern, ja schon. Machen sie ja. Weil du kannst natürlich mehr Personal kriegen, wenn du das deutlich besser bezahlst. Ja? Nee, auch nicht. Bernd? Bernd? Nein, ich verstehe die Zwischenrufe, aber die Arbeitsbedingungen sind doch so schlecht, weil es so wenig Personal gibt. Und weil, ja, also muss ich doch durchsetzen, dass es mehr Personal gibt, dann sind die Arbeitsbedingungen besser. Oder was ist euer Vorschlag? Aber es ist jetzt ein bisschen... Ich denke, genau, also eigentlich wollte ich jetzt bald zum Punkt kommen. Ich suche gerade, wo der Workshop ist, wo genau diese Frage morgen diskutiert wird. Ich glaube, es gibt einen. Aber also, ich will deswegen, damit, Bernd, wenn ich jetzt schließen darf mit dem Satz, dass man nicht in gewandelte Resignation hier verfällt, ist doch, dass wenn die verschiedenen Akteure zusammen quasi Kampagnen machen und an verschiedenen Stellen verschiedene Akteure im politischen Raum, im betrieblichen Raum, im tariflichen Raum miteinander kämpfen, dass sie Erfolge erzielen können. Dass sie dann die Erfolge auch verwirklichen können, ist dann ein zweiter Schritt, der dann gegangen werden muss. Und das finde ich doch ein Rezept für die Auseinandersetzung der Konflikte in der Zukunft, dass man sagt, man verbindet quasi die betrieblichen, tariflichen Kämpfe mit politischen Auseinandersetzungen und gewinnt dann quasi gesellschaftliche Hegemonie und gesellschaftlich-politische Kraft. Und an dem Prozess würde ich doch arbeiten, der entsteht nicht von heute auf morgen. Das ist natürlich schwierig, aber wenn du wieder in die Offensive kommen willst, dann musst du das eben genau so machen. Man muss die Auseinandersetzungen politisieren. So. Mich recht herzlich bedanken. Ich habe jetzt auch die Arbeitsgruppe gefunden. Morgen, Samstag von 10 bis 12, AG3 Strategiedebatte. Wie weiter mit den Bewegungen für mehr Personal? Da sind alle Leute richtig, die jetzt unzufrieden sind, dass wir das jetzt hier nicht noch mal länger diskutieren konnten. Alles andere wird morgen auch vertiefend diskutiert. Deswegen, ich würde die Diskussion jetzt hier beenden. An morgen vertagen, da werden ja alle Fragen noch mal viel besser und viel intensiver und viel länger und ausführlicher diskutiert. Und jetzt einladen, wenn ich richtig informiert bin, gibt es jetzt das Jugendzentrum B58 in der Nähe von hier, B oder P, wo es... Da gibt es eine Kleinigkeit zu essen und man kann sich da auch entspannen und bequemer sitzen, als wir hier gesessen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.